Antwort. Und ich bin ja auch bei Radio Lora, bezeichne das für Radio Lora auch auf, nur dass Sie sich nicht wundern, wenn ich dann zwischendurch mal sage, und nach der musikalischen Pause geht es weiter oder was weiß ich. Also ich baue das jetzt schon so, dass es auch eine Radiosendung wird und für Sie auch wichtig, dass sie nämlich kommt dann, wenn Sie es nochmal nachhören wollen, am Mittwoch in unserer Attac-Sendung, immer am ersten Mittwoch im Monat, das heißt, es ist dann der 3. oder 4. November, um 19 Uhr auf Radio Lora. Unser lokales Radio, wo Attac halt eine monatliche Sendung hat. Noch eine Kleinigkeit von mir. Die Veranstaltung wird auch unterstützt vom Kurt Eisner Verein und Rosa Luxemburg Stiftung. Und die verlangen immer eine Teilnehmerliste, dass man ungefähr aufschreibt, wie viele Leute da waren, dass da ein paar Namen auf der Liste stehen. Die Liste läuft bereits um. Also wenn die sollte im Laufe der Zeit dann durch alle Reihen durchlaufen und jeder soll sich da eintragen. Gut. Das erst von meiner Seite. Ja doch, das geht auch dann wunderbar. Zwei Mikrofone. Ja, der Kapitalismus ist eine Megamaschine. Ein System, in dem Rohstoffausbeutung, Verschuldung, Krieg und Ideologie vom Markt und ewigem Wachstum zusammengehören. Aber auch das lieblose, herrische Naturverständnis. Das sagt Fabian Scheidler in seinem neuen Buch »Die Megamaschine«. Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Und er erzählt darin ihre 5000-jährige Entwicklung bis heute. Übrigens ganz ähnlich wie David Graeber in seinem Buch Die ersten 5000 Jahre nimmt er diesen Zeitraum als den Zeitraum zur Entwicklung und Vorentwicklung des Kapitalismus von heute. Er beschreibt, wie Krieg, Marktmacht und Staatsmacht immer schon zusammengehörten. Und wie unser Denken sich eingeengt hat auf die angebliche Alternativlosigkeit des ewigen Expandierens. Und wenn du vielleicht noch aus deiner Einleitung ein paar Zeilen vorliest. Fast alle Menschen, mit denen ich in den letzten 10 Jahren gesprochen habe, ob konservativ, links, öko-bewegt, jung oder alt, glauben nicht mehr an die Zukunft des Systems, wenn sie ehrlich sind und ihre professionellen Masken ablegen. Doch zugleich herrscht eine beklemmende Ratlosigkeit. Und das ist umso seltsamer, als es nicht, wie oft behauptet wird, an Alternativen fehlt. Fast jeder Bereich unserer Gesellschaft und Wirtschaft ließe sich vollkommen anders organisieren. In wenigen Jahren etwa könnte die gesamte Landwirtschaft der Erde zu ökologischem Landbau konvertieren und damit 40% aller Treibhausgasemissionen einsparen. Ein gemeinwohlorientiertes Geldsystem könnte das gegenwärtige Finanzcasino ersetzen. Und seit Jahrzehnten gibt es Konzepte für dezentrale erneuerbare Energien, intelligente öffentliche Verkehrssysteme, faire Arbeitsteilung und regionale Wirtschaftskreisläufe. All das wäre möglich, wenn? Ja, wenn was eigentlich? Ja. Fabian Scheidler zeigt deswegen am Ende des Buches auch die Alternativen auf und wir tun es heute am Ende dieser Veranstaltung auch. Der größte Teil des Buches aber ist die Erklärung der Megamaschine mit ihren Mythen der Moderne, ihren Wohlstandsverheißungen hier und ihren gewalthaften sogenannten Sachzwängen. Mein Mikrofon war laut genug, seines war ein bisschen leise. Ja. Von den Sachzwängen andererseits. Er erzählt zum Beispiel auch, wie sich immer wieder das Söldnertum als Jobmaschine für perspektivlose junge Männer hergehalten hat. Sehr aktuell, wenn wir an die Söldner im Irak, in Syrien und in der Ukraine denken. Und er beschreibt auf der anderen Seite, wie spiegelbildlich den Menschen und den Ländern systematisch immer wieder die Möglichkeit zur Selbstversorgung genommen wurde. Wiederum sehr aktuell weltweit. Landgrabbing, Knebelverträge mit Monsanto und Co. Und auch die Verträge mit dem WWF. Zu Fabian Scheidler als Person noch dies. Er lebt in Berlin, hat Geschichte, Philosophie und Theaterregie studiert. Er schrieb für diverse Medien, natürlich vor allen Dingen über die Globalisierung. Er bekam 2009 den Otto Brenner Medienpreis für kritischen Journalismus.
Er organisierte 2010 mit uns das Attac-Bankentribunal. Das war wirklich ein Riesenevent an der Berliner Volksbühne. Die Idee ging übrigens damals von München aus. Und er schrieb 2013 die Oper Tod eines Bankers. Und seit 2009 betreibt er mit seinem Kollegen David Grossmann, das globalisierungskritische, unabhängige Internetfernsehen Kontext TV. Und daraus wollen wir Ihnen jetzt mal einfach, dass Sie einen Eindruck bekommen, was das ist, Kontext TV. Das ist nämlich wirklich eine tolle Initiative, mit wenig Mitteln, also minimalistisch, trotzdem inhaltlich genau das zu bringen, was uns in den normalen Medien fehlt. Da wollen wir, glaube ich, jetzt mal 3 Minuten ein Interview mit Wallerstein hören, der auch in seinem Buch sehr oft vorkommt. In which we find ourselves. So, you say something. Er ist Professor für Soziologie. Yes. Willkommen bei Kontext TV. Unser Gast hier im Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin ist Emanuel Wallerstein. Er ist Professor für Soziologie an der Yale University in den USA und weltweit bekannt als einer der Begründer der Weltsystemanalyse. Welcome to Kontext TV, Emanuel Wallerstein. Professor Wallerstein, we met 4 years ago. Professor Wallerstein, wir haben uns vor 4 Jahren in Dakar im Senegal getroffen und über die wachsende Instabilität des kapitalistischen Weltsystems gesprochen. Seither ist eine Menge geschehen. Aufstieg und Scheitern des arabischen Frühlings, die forcierte Krise in Südeuropa und der Eurozone, die Ukraine-Krise, sowie der Aufstieg des Islamischen Staates in Irak, Syrien, Libyen und anderswo. Befinden wir uns auf dem Weg in eine immer größere globale Instabilität? Und wenn ja, warum? Well, yes, absolutely. We're on a path to more and more global instability. And why? Why we're in a systemic transition? Ja, wir befinden uns definitiv auf dem Weg in eine immer größere globale Instabilität. Warum das ist? Wir erfahren einen systemischen Wandel. Wir stecken in einer systemischen Krise des kapitalistischen Weltsystems, das auseinanderfällt und tatsächlich sterben wird. Wir stehen mitten in einer Übergangsphase von vielleicht 60 bis 80 Jahren. Daraus resultieren die enormen chaotischen Schwankungen in der Wirtschaft, in der geopolitischen Lage, im Alltagsleben, in allen Dingen. All die Erscheinungen, die Sie angesprochen haben, sind schlicht Teil dieser chaotischen Unruhe, die unkontrollierbar ist und den Menschen Angst macht. Und zwar zu Recht. Denn dies ist eine überaus brenzlige Situation, sowohl auf der persönlichen als auch auf der systemischen Ebene. Also ja, wir leben in einer Krise und es wird schlimmer, nicht besser. Es wird so lange nicht besser werden, bis sich die Situation in der einen oder anderen Weise klärt, indem die Sache in die eine oder andere Seite der Weggabelung kippt, an der wir stehen. It's getting worse, it's not getting better, it's not going to get better, but until it is resolved in one way or the other, by tilting in one direction or the other of the bifurcation in which we find ourselves. Ja, das ist nur ein kleiner Impuls für Sie, einfach öfters mal da reinzuschauen, www.kontext.tv. Da sind auch archiviert sehr, sehr viele interessante Gespräche mit praktisch Globalisierungskritikern weltweit, von Vandana Shiva eben bis Emanuel Wallerstein, Noam Chomsky und alle Größen sozusagen, Bezugsgrößen für uns auch. Jetzt bräuchten wir aber wieder Licht, bitte. Fabian Scheidler hat jetzt also letztes Jahr dieses Buch geschrieben und ich habe ihn gebeten, etwas aus einer etwas persönlicheren Einleitungsstelle vorzulesen. Ja, also erstmal auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank an die Einladung, an Attac München und alle anderen. Dieses Mikro ist tatsächlich etwas leise. Sonst nehme ich so lange dieses hier erstmal. So viel besser. Okay, ich kann auch einfach das nehmen. Wir nehmen uns mit diesem ein. Während ich beispielsweise dieses Buch jetzt... Ja, das Mikrofon war laut genug, Achim. Das brauchst du nicht lauter stellen. Okay, das andere kann auch aus dann. Während ich dieses Buch schreibe, sitze ich in einem beheizten Raum, trinke Kaffee, schaue aus dem Fenster und sehe das Herbstlaub fallen, während meine Tochter in einem hübschen Kindergarten um die Ecke spielt. Die Welt erscheint in Ordnung, jedenfalls in dem kleinen Ausschnitt von Zeit und Raum, den ich gerade überblicke. Sobald ich den Ausschnitt aber vergrößere und den Standpunkt der Betrachtung verändere,
bietet sich mir ein vollkommen anderes Bild. Der Sicherheitsbeamte, der Sicherheitsmitarbeiter im Irak etwa, der die Pipeline, durch die mein Heizöl fließt, bewacht und seine halbe Familie im Krieg verloren hat, sieht einen anderen Teil der Welt. Er hat eine andere Geschichte erlebt. Und der Siegeszug des Systems, von dem dieses Buch handelt, hat für ihn eine andere Bedeutung. Das gleiche gilt für die Kaffeebäuerin in Guatemala oder den Arbeiter in einer Koltanmine im Kongo, der die Mineralien aus der Erde holt, ohne die mein Computer nicht funktionieren würde. Mit all diesen Menschen bin ich, obwohl ich sie nicht kenne, verbunden. Und wenn ich eine realistische Geschichte des Systems, in dem ich lebe, erzählen will, dann muss ich auch ihre Geschichten und die Geschichte ihrer Vorfahren erzählen. Ich muss, mit anderen Worten, meinen Kokon verlassen und die Welt durch die Augen von Menschen betrachten, deren Stimmen in der Regel von den Megafonen der Macht übertönt werden. In einer derart veränderten Perspektive zeigt sich die von Europa ausgehende Expansion der letzten 500 Jahre als eine Geschichte, die für den größten Teil der Menschheit von Anfang an mit Vertreibung, Verelendung, massiver Gewalt bis hin zum Völkermord und der Zerstörung ihres Umweltraumes verbunden war. Ja, und wir machen jetzt einen Ritt durch das Buch in 5 exemplarischen Kapiteln. Erstens der Mensch als maßlos schürfendes Wesen oder wie Kupfer, Eisen, Gold und Uran alles expandieren ließ. Zweitens, wie das Geld zum Kredit wurde oder wie Münzen und Macht zusammengehören. Drittens, der Mensch auf den Märkten, den Warenmärkten, den Söldnermärkten, den Arbeitsmärkten. Viertens, der Drill. Fünftens, die Auswege. Erstens, der Mensch, das maßlos schürfende Wesen, wie Kupfer, Eisen, Gold und Uran alles expandieren ließ. Da habe ich sehr viel gelernt aus diesem Kapitel. Gehen wir gedanklich 5000 Jahre zurück in die Zeit, also wo es noch kein Öl, kein Uran, kein Stahlkohle, kein Gold, kein Silberschürfen gab, auch vor den Feuerwaffen und vor dem Privateigentum, in die Zeit, als es nur das bearbeitete Land, Holz und Stein gab, Selbstversorgung und die gemeinsame Nutzung der Gemeingüter. Da erfanden Menschen zum ersten Mal das Schmelzen von Metallen, nämlich Kupfer und Bronze, vor etwa 5000 Jahren, also 3000 vor Christus. Und zwar bei den Sumerern. Und da begann für Fabian Scheidler das Zeitalter der Megamaschine, das Zeitalter von Expansion und Machtgier. Natürlich auch immer ein bisschen Fortschritt im Gepäck, aber immer auch viel Gewalt. Kupfer und Bronze brachten einerseits hartes, gutes Werkzeug wie die Axt, wie den Bohrer, die Schaufel, Schmuck auch und sogar die ersten Musikinstrumente. Sie brachten aber auch Kriegsgeräte wie Schwerter, Helme und Brustpanzer. Zeitgleich entstand die Schrift und mit der Schrift das geschriebene Gesetz und später auch zum Beispiel das Eigentumsrecht, was als geschriebenes Gesetz exekutiert werden konnte. Schürfen, Schmelzen, Stahl, Knochenarbeit, Kinderarbeit, neues Werkzeug, neue Waffen, neue Mächte. Und die Frage jetzt in Gesprächsform, welche bis heute typischen Muster haben sich da herausgebildet, Fabian? Ja, ich nenne das den metallurgischen Komplex, was du jetzt angesprochen hast. Der amerikanische Präsident Eisenhower hat ja mal in den 60er Jahren den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes geprägt. Viele von euch, von Ihnen werden es wissen, womit er ein Zusammenwirken von Militär und Rüstungsproduktion und bestimmten politischen Kräften gemeint hat, die Demokratie in seinen Augen untergraben haben, obwohl er selbst Teil auch dieses militärisch-industriellen Komplexes war, der Präsident. Und dieser Komplex hat eine sehr lange Geschichte. Er ist nicht erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, sondern eben etwa vor 5000 Jahren sind die ersten Formen der systematischen Metallproduktion entstanden und damit zum einen, du hast es angesprochen, die Rüstungsproduktion oder die systematische Rüstungsproduktion, die natürlich ein ungeheures Macht- und Herrschaftsinstrument geworden ist. Und zum anderen hängt mit der Metallurgie eben auch die Entstehung aller Finanzsysteme zusammen, die wir auf der Erde kennen. Denn Geld in einer Form, die wirklich sozusagen Marktökonomien möglich gemacht hat, erforderte Gold und Silber.
Und Gold und Silber fallen auch nicht vom Himmel, sondern die müssen hergestellt werden, sie müssen produziert werden. Und das war natürlich in Form von extraktiven Industrien, in Form von Metallurgie, in riesigen Bergwerken. Die Griechen, die auch die ersten Münzen erfunden haben, um 600 vor Christus, haben in ihren Bergwerken 20.000 Sklaven arbeiten lassen, um das Silber herzustellen. Und es gibt ja diesen Mythos von der freien Entstehung von Märkten, von dem Homo economicus, der frei seine Güter tauscht und dann auch Geld benutzt, weil das alles bequemer macht. Aber die reale Geschichte der Entstehung von Geld ist eine andere, denn die Münzen wurden auch und vor allem eingesetzt und erfunden, um Söldnerheere bezahlen zu können, weil man damit auf ganz andere Weise Krieg führen konnte. Und früher haben ja immer die Bauern kämpfen müssen. Also vielleicht, wenn du das nochmal erklärst, ja, was früher die Bauern waren. Also es ist eine Geschichte, die eine große Rolle spielt, sowohl in der Antike, bei der Entstehung der antiken Imperien, als auch bei der Entstehung des kapitalistischen Weltsystems. Landesherren oder Könige oder Fürsten hatten zu allen Zeiten natürlich Interesse, Krieg zu führen und ihr Herrschaftsgebiet zu erweitern. Das konnten sie aber in manchen Zeiten sehr schwierig, weil sie dafür Bauern in den Krieg schicken mussten. Und Bauern sind natürlich an ihr Land auch gebunden. Und wenn man Bauern Monate, Jahre lang von ihrem Land fernhält und Krieg führen lässt irgendwo, wenn man sie überhaupt dazu zwingen kann, diese Kriege zu führen, dann verfällt natürlich das Land, die Ernten gehen verfallen und es herrscht eine Hungersnot und die Macht des Königs oder des Herrschers verfällt damit natürlich auch. Also die Kriege waren beschränkt und diese Beschränkung zu durchbrechen war immer ein Interesse von Landesherren. Und die Münzen boten eine ganz neue Möglichkeit dafür. Denn man konnte Soldaten dann Münzen in die Hand drücken, sie auf lange Expeditionen schicken und dort konnten sie dann für die Münzen etwas kaufen. Und sie mussten also nicht nur von Plünderungen leben, wie das oft der Fall war, sondern sie konnten also über lange Zeiträume Kriege führen. Aber dafür mussten eine ganze Reihe von Dingen der Fall sein, die nicht selbstverständlich waren. In der Antike war auch der größte Teil der Menschen in Subsistenzwirtschaft organisiert. Sie haben also vor allem für den eigenen Bedarf produziert, nicht für den Markt und nicht für Geld. Man musste Menschen jetzt erstmal dazu bringen, Soldaten auch für Geld ihre Produkte zu verkaufen. Ja, sonst hatte man ja vom Geld nichts, von Silber kann man nicht essen. Und das Mittel, das man dazu gewählt hat, sowohl in der Antike als auch in der frühen Neuzeit, war das Steuersystem. Steuern oder Abgaben wurden meistens in Naturalien erhoben. Die Bauern haben also einen Teil ihrer Ernte dann abgeführt an den jeweiligen Feudalherren oder wie auch immer. Und mit der Einführung des Münzgeldes kam man dann auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir den Bauern stattdessen die Steuern in Münzen abnehmen würden. Denn dann müssen sie Münzgeld erwirtschaften, dann müssen sie ihre Produkte auf einem Markt verkaufen, und um diese Steuern begleichen zu können. Und mit diesen Münzen, die man dann eingenommen hat, hat man dann die Armeen bezahlt. Mit diesen Armeen wiederum konnte man auch die Steuern überhaupt eintreiben. Ja, denn die Bauern haben ja Steuern nicht freiwillig gezahlt und den Münzgeld schon gar nicht. Also man braucht auch militärische Gewalt. Das zieht sich durch die gesamte Geschichte auch der Neuzeit, vor allem Steuereintreibung, Widerstand gegen Steuereintreibung. Und man sieht hier den Zusammenhang zwischen Militär und Marktwirtschaft. Denn die Durchsetzung von Marktverhältnissen hängt sehr eng mit dem Militär zusammen und mit dem Steuersystem und dem Münzsystem. Das ist ein Komplex, der in der Antike eine ganz wichtige Rolle spielt und der auch bei der Entstehung des kapitalistischen Weltsystems wichtig ist. Und der Extraktivismus, der metallurgische Komplex, spielt eine wichtige Rolle. All das ist verbunden wiederum mit dem Bergbau und mit der Metallurgie. Wo man ja wahnsinnig viel Investitionsbedarf hat. Also die Investitionen im Bergbau und der Innovation, aber auch Investitionen sind ja mit dem Bergbau sehr stark verbunden. Wenn du das vielleicht noch ein bisschen ausführst, dass das ja ein riesiges Unternehmen ist, so ein Bergbau. Renate, wenn du das ohne Mikrofon, dann ist es nicht im Radio. Das weiß ich. Vielen Dank für den Hinweis. Aber ich habe ja mein Mikrofon hier. Es müsste schon gehen, das andere Mikrofon. Nehmt es nur her. Ja, jetzt probieren wir es noch mit dem. Ja, also wie gesagt, in der Antike waren das auch schon gewaltige Unternehmungen. 20.000 Leute im Bergwerk in dem kleinen Stadtstaat von Attika, Athen, war ein gewaltiges Unternehmen. In der frühen Neuzeit waren diese Unternehmungen noch viel gewaltiger. Die
im Mittelalter gab es sehr beschränkte Möglichkeiten, Krieg zu führen für die Landesherren, weil es eben wenig Münzgeld gab, weil es eigentlich keine Marktwirtschaft gab und auch keine Söldnerheere. Maximal 7000 Mann hatte man im Mittelalter für den Krieg zur Verfügung. Wenn wir in die frühe Neuzeit springen, also 16., 17. Jahrhundert, sind das dann schon 100.000 Mann, 400.000 Mann, die mit Münzgeld bezahlt wurden. Eine gewaltige Militarisierung Europas. Und da brauchte man natürlich zum einen riesige Bergwerke, um das Silber zu produzieren. Das war keineswegs selbstverständlich, so ein riesiges technisches Problem. Denn je tiefer man grub, um an Silber zu kommen, desto schwieriger wurde es. Das Wasser brach ein und es stürzte alles ein. Und die erste, wenn man so will, Industrialisierung Europas fand im Bergbau statt. Bergbau war der erste Bereich, in dem man zum Beispiel eine Vorform der Eisenbahn einsetzte, die noch nicht mit Kohle betrieben war, aber auf Schienen funktionierte. Fahrstühle, Hebemaschinen. Und am Anfang, im späten Mittelalter, wurde Bergbau auch noch stark so von selbstständigen Handwerkern betrieben. Aber durch diese großen technischen Herausforderungen wuchs der Investitionsbedarf. Und es konnten irgendwann nur noch große Kapitalgeber Bergbau betreiben. Kam es auch, dass dann Investoren wie etwa Fugger und viele andere Handelsmagnaten, die durch den Handel reich geworden waren, stark auch in den Bergbau eingestiegen sind, den auch monopolistisch kontrolliert haben und also die ersten Konzerne, wenn man so will, zu Wege gebracht haben. Fugger ist ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert, frühen 16. Jahrhundert, der hat die ganze Wertschöpfungskette kontrolliert. Ne? Dem gehörten die Silberminen. Er hat die Silberzufuhr auch der Kaiser und Könige kontrolliert. Er hat kontrolliert, wer überhaupt Kaiser wurde im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, weil er die Wahlmänner kaufen konnte. Er hat die Kupferproduktion kontrolliert, mit der man die Kanonen hergestellt hat, die die Könige und Kaiser wiederum brauchten, um militärische Erfolge zu erzielen. Er hat den Kaisern und Königen das Geld geliehen, mit dem sie aus seiner eigenen Produktion, mit dem sie wiederum die Kanonen aus seiner eigenen Produktion gekauft haben. Und auf diese Weise war eigentlich ein extrem lukratives Geschäft. Und man sieht daran, wie stark die staatliche Macht, die Entwicklung staatlicher Macht in der frühen Neuzeit mit dem Kapitalismus verwoben war. Und wir haben dazu auch zwei Zitate aus deinem Buch noch rausgesucht, Nummer 3 und 4. Wenn du noch vorliest, bitte. Genau, das ist das und das. Die Entwicklung des Finanzwesens in Europa hing eng mit der Kriegswirtschaft und dem Bergbau zusammen. Die ersten Banken entstanden seit dem 12. Jahrhundert in Genua, Venedig, Florenz und Siena, zunächst als Nebengewerbe der großen Handelshäuser. Hier sammelten sich die enormen Geldmengen, die die Handelsmagnaten mithilfe ihrer Kriegsflotten erwirtschafteten. Die Banco di San Giorgio in Genua, gegründet 1407, wurde neben der Medici-Bank in Florenz zum mächtigsten Geldinstitut ihrer Zeit. Wie in Florenz, so war auch in Genua die Regierung kaum vom Vorstand der Bank zu unterscheiden. Als Gegenleistung für Kredite forderten sie, also die Handelsmagnaten, Monopole auf Gewürze, Wolle, Seide, vor allem aber auf Metalle. Exemplarisch für diese Strategie steht der Augsburger Jakob Fugger, der im 16. Jahrhundert zum mächtigsten Bankier der Welt aufstieg. In seinem Privathaus tagten die Reichstage. Er war es, der darüber entschied, wer im Heiligen Römischen Reich Kaiser wurde, denn er lieh seinen Thronfavoriten das Geld, mit dem die Wahlmänner gekauft wurden. Für seine Finanzdienstleistungen verlangte Fugger Monopolrechte, insbesondere für den Bergbau. So gelang es ihm, einen gewaltigen Montankonzern aufzubauen, der die gesamte Wertschöpfungskette von der Grube über die Verhuttung und Verarbeitung bis zum Verkauf des fertigen Produkts umfasste. Neben einem Quasi-Monopol auf Kupfer im Reich verfügte Fugger über umfangreiche Bergrechte für Silber, vor allem in Tirol, wo er mit den Bergwerken von Schwarz die damals größte Silbermine der Welt kontrollierte. Dieses Silber war die zentrale monetäre Quelle für den Aufstieg der Habsburger zu einer weltbeherrschenden Dynastie. Als kombinierter Montan- und Finanzkonzern lieferte Fugger dem Habsburger Kaiser Karl V. nicht nur das Geld für seine Kriege und die Hofhaltung, sondern auch das Kupfer für die Rüstungsproduktion, das mit diesem Geld bezahlt wurde. Der Kaiser war aus Fuggers Sicht also eine Art Durchlauferhitzer für sein Geld.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass vielleicht noch als Anmerkung, dass Fuga auch sehr stark die Conquista in Lateinamerika, also den Völkermord in Süd- und Mittelamerika, finanziert hat. Das ist Teil der Geschichte. Sehr interessant, ja, das Fuga-Museum in Augsburg, wo man aber vor allen Dingen auch die soziale Seite, den Wohnungsbau, den er dann betrieben hat, also bestaunen kann. Aber es ist ein interessantes Museum. Ja, also wir haben jetzt gelernt, wie also diese Dynamik des Bergbaus einhergeht mit der Dynamik der Kreditwirtschaft und der Verschuldung und eben auch die Dynamik der Kreditwirtschaft durch Privatunternehmer mit der Rüstung und der Militarisierung, also der Staatsmacht. Kredite wurden dann immer stärker gebraucht als Investition in zukünftige Geschäfte. So ein Bergbau ist ja dann wirklich auf Jahrzehnte gedacht und hat dann eben ein entsprechendes Kreditvolumen, um aus Geld mehr Geld zu machen, egal womit und mit immer neuen sogenannten Finanzprodukten, wie wir heute sehen. Mit Tricks und raffinierten Verträgen und mit Aktiengesellschaften. Und über Aktiengesellschaften hat Fabian Scheidler auch sehr interessant geschrieben, deswegen habe ich ihn gebeten, auch da etwas zu lesen aus seinem Buch, Seite 99. Also die ersten Aktiengesellschaften sind im frühen 17. Jahrhundert entstanden, 1602, die Niederländische Ostindien-Kompanie, und darum geht es in diesem Abschnitt. Sie, also die Aktiengesellschaften, durchpflügen Land und Meer auf der Suche nach neuen Anlagen. Schmilzt die Arktis aufgrund der von ihnen produzierten Treibhausgase, ist das kein Motiv zum Innehalten, sondern eine Gelegenheit, auch in der Arktis nach Öl zu bohren. Was sie produzieren, Autos und Medikamente, Schnuller und Maschinengewehre, Viehfutter und Strom, sind nur austauschbare Mittel zu ihrem eigentlichen Zweck, nämlich der Geldvermehrung. Ist der Bedarf an Produkten gedeckt, muss neuer Bedarf geschaffen werden. Daher ist es für ihre Funktionsfähigkeit unabdingbar, dass Bürger in Konsumenten verwandelt werden, deren wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Leben darin besteht, zu kaufen, ganz gleich wie sinnlos, überflüssig oder schädlich die Produkte sind. Gesellschaftliche Entscheidungen über Sinn und Zweck des Ganzen, die Frage, was Menschen wirklich brauchen und wie sie leben wollen, haben in ihrer Logik keinen Platz. Doch obwohl der Zweck von Aktiengesellschaften abstrakt ist, muss ihr Input konkret sein. Denn sie brauchen Energie und Material, die sie in Produkte verwandeln können, die für Geld verkauft werden. Diese künstlichen, unsterblichen Wesen nähren sich also von der Realität und verwandeln sie in pure Abstraktion, in eine Reihe von Ziffern auf einem Nummernkonto ihres Anteilseigners. In einem weiteren Kapitel beschreibt Fabian Scheidler dann, wie der IWF zu einer Institution wurde, der im Sinne dieser Kapitalvermehrung seine Dienste leistet und immer mehr sich in den Dienst des Kapitals gestellt hat im Laufe der Zeit. Wir haben vielleicht noch vor Augen, der beschreibt das in seinem Buch, wie in den 70er Jahren, in Lateinamerika vor allen Dingen, also Kredite zu günstigen Preisen, also verscherbelt wurden und wie dann aber durch das Anziehen der Zinsen wiederum die Verschuldung ins Unermessliche stieg und diese Länder wie Argentinien, Simbabwe oder Mexiko viel, viel mehr dann an Zinsen und Zinsflüssen zurückgezahlt haben, also von Süden in den Norden, als sie jemals an Krediten aufgenommen haben. Und es kam dann der IWF ins Spiel, der dann immer die Bedingungen nannte für Kredite, für weitere Kredite, die man da brauchte, um die Schulden zu bezahlen. Und das sehen wir ja jetzt auch in Griechenland, wie also der IWF zum Beispiel dann eben für die Kredite die Ausrichtung der Länder auf den Export von Industrie, Rohstoffen und Agrarprodukten forderte, sodass also aus diesen Ländern zum Beispiel Weizen, Reis, Kaffee, Tabak, Zucker, Kupfer, Aluminium, Kohle und Erdöl zu uns kommt und wir schicken ihnen dann die Fertigprodukte wieder, die sie dann also kaufen müssen mit geliehenem Geld. Und wiederum dieser Effekt, dass sie ihrer Selbstversorgung dabei beraubt werden. Vielleicht jetzt nochmal nachgefragt, Fabian, wie siehst du das denn heute, diese Situation des IWF und dieser Verschuldungsdynamik? Ja, ich beschreibe im Buch auch etwas die Geschichte von Schulden als strukturelle Gewalt. Strukturelle Gewalt ist ein Begriff von Johann Galtung, einem Friedensforscher, der diesen Begriff in den 60er Jahren entwickelt hat, und er meint damit Formen der Macht, der Herrschaft, der Gewalt,
die nicht unmittelbar durch physische Gewalt sich äußern, also wo nicht sofort ein Kanonenboot vor der Tür steht oder jemand mit einem Gewehr, sondern wo andere zu einem bestimmten Verhalten erpresst werden können durch eben Verhältnisse struktureller Gewalt und viele ökonomische Verhältnisse, Eigentumsverhältnisse sind natürlich Formen der strukturellen Gewalt. Sie werden häufig als legitim betrachtet, auch wenn sie gewaltförmig sind. Und Schulden sind ein typisches Beispiel dafür. Also Griechenland hat in den Verhandlungen, Varoufakis hat das, der ehemalige Finanzminister hat das ja sehr klar gesagt, sie haben versucht in den Verhandlungen ökonomische Argumente einzubringen, makroökonomische Argumente, um zu sagen, diese ganze Auspressung von Griechenland ist ökonomisch widersinnig, es macht das Land kaputt, es erhöht nur den Schuldenstand des Landes, das ist ja nun empirisch erwiesen, die letzten 5 Jahre sind die Schulden von Griechenland gewachsen, nicht geschrumpft infolge dieser Kürzungs- und Austeritätspolitik. Aber es hat ihm niemand zugehört. Er hat gesagt, es ist ungefähr so, wie wenn ich die schwedische Nationalhymne gesungen hätte bei den EU-Finanzministern. Also diese Leute sind hören auf diese Art von rationalen Argumenten nicht. Warum? Sind sie dumm? Kann auch sein, aber wahrscheinlicher ist, dass sie eine andere Agenda verfolgen. Und diese Agenda besteht möglicherweise darin, dass eben Griechenland zu einem Land wird, wo eine bestimmte Politik gegen durchexekutiert werden soll und auch der Ausverkauf des Landes natürlich erzwungen wird. Also dass ein deutscher Staatskonzern, die Fraport AG, nun die profitablen Regionalflughäfen in Griechenland aufkaufen kann, aufgrund der Bedingungen für diese sogenannten Rettungspakete, die natürlich nie Rettungspakete sind, sondern immer bestenfalls Umschuldungspakete, wo das alles zeigt, dass also hier mit dem Hebel einer Verschuldung eigentlich ein koloniales Projekt durchgesetzt wird. Griechenland, Harald Schumann hat das auch ähnlich formuliert, Griechenland ist eigentlich zu einem neokolonialen Protektorat herabgestuft werden, vor allem natürlich von Deutschland, weil die Deutschen da sehr viele finanzielle Interessen auch haben. Und das sehen wir also eigentlich, es hat ja eine lange Geschichte. Die Geschichte fängt eigentlich schon vor 5000 Jahren an. Verschuldung als strukturelle Gewalt. Es fing damit an mit der Privatisierung von Land, dass sich das Land in den Händen einiger weniger konzentrierte in den ersten Jahrtausenden vor Christus. Und das Land auch zu einem handelbaren Gut wurde. Also mit der Durchsetzung von Geld- und Marktökonomie in Griechenland und dann vor allem im Römischen Reich wurde Land zu einem frei handelbaren Gut auf dem Markt. Und das führte dazu, dass sich einige Bauern, wenn die Ernte schlecht war, verschuldeten. Ja, sie liehen sich Geld, um weitermachen zu können. Und dann war die Ernte nochmal schlecht. Sie konnten es nicht zurückzahlen. Und das führt dann dazu, dass das Land dann irgendwann in den Großgrundbesitzer gefallen ist. Und das über Jahrhunderte. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo allein in der Provinz Nordafrika 6 Großgrundbesitzer die Hälfte des gesamten Landes besessen haben. Das ist ein Prozess, der sich in der Neuzeit wiederholt hat. Wir sehen das zum Beispiel in Südamerika mit diesen gewaltigen Landkonzentrationen, wogegen die Landlosen natürlich kämpfen und viele andere soziale Bewegungen. Aber Verschuldung ist also der Hebel gewesen, über den man sich etwas angeeignet hat. Was Marx auch die ursprüngliche Akkumulation genannt hat, das ist nicht nur durch Einhegungen, Enclosures zustande gekommen, sondern natürlich auch durch Schulden. Und wir sehen das heute auch wieder. Griechenland wird geplündert mit der Hilfe von Schulden. Es wechseln da einfach die Eigentumsverhältnisse, die politischen Verhältnisse letztlich auch. Es ist auch eine Aushebelung von Demokratie. Ich meine, die Griechen haben sehr eindeutig gesagt, dass sie diese Politik nicht wollen. Die Schulden sind eben auch ein Mittel, das über dem Willen der Bevölkerung steht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch sehr stark annehmen, also wo man das Prinzip von Verschuldung und Schulden müssen um jeden Preis zurückgezahlt werden, wirklich angehen muss. Macht ja Menschen und Länder und Volkswirtschaften erpressbar. Und wir kommen jetzt zu dem Kapitel über die Märkte, nachdem wir jetzt über Verschuldung gesprochen haben. Märkte, also der Mensch auf den Märkten, den Warenmärkten, den Söldnermärkten, den Arbeitsmärkten. Ein bisschen haben wir ja schon gehört dazu. Fabian Scheidler nennt Märkte die perfekte Maske und sagt, also, dass Märkte heute sozusagen das sind, was das Gottesurteil im Mittelalter war.
Und er betrachtet auch wiederum sehr grundsätzlich diesen Begriff des Marktes oder diese Institution des Marktes und dazu auch nochmal ein Zitat aus dem Buch, Seite 40, ja, ist es. Märkte gelten als eine Naturgewalt. Sie belohnen die Tüchtigen und Effizienten und strafen die Schwachen und Langsamen. Ihre Selektion ist, so die darwinistische Logik, hart, aber gerecht und unabdingbar für den Fortschritt einer sonst zu Stagnation und Mittelmaß verdammten Welt. Und da die Märkte Gott und Natur in einem sind, ist jeder Einspruch, jeder Widerstand gegen jenen Richterspruch nicht nur zwecklos, sondern widernatürlich und blasphemisch. Wenn die Märkte unruhig werden, müssen Opfer gebracht werden. Waren es zu Zeiten der antiken Götter Kälber und Lämmer, so sind es heute Renten, Löhne und soziale Sicherungssysteme. Die Märkte wollen gefüttert werden, selbst wenn verbrannte Erde zurückbleibt. Und sie sind wirklich niemals satt. Die Rede von den Märkten als eine Art Naturgewalt mystifiziert gesellschaftliche Kräfte und entrückt sie in einen unhinterfragbaren, in eine unhinterfragbare, luminose Sphäre. Märkte haben keinen Namen und keine Adresse. Sie sind nicht abwählbar und können nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sind die perfekte Maske. Ja, also nicht abwählbar, also nicht demokratisch, nicht gegenüber den Bürgern rechenschaftspflichtig oder gar gegenüber der Zukunft, also auch nicht enkeltauglich, hochgradig vermachtet. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass du also gar nichts Gutes an den Märkten lässt. Und ich dachte, da würde ich gerne nochmal nachfragen, ob nicht Märkte auch was Gutes haben. Wir sind alle auch Nutznießer der freien Märkte. Also vielleicht, wenn du auch nochmal was Positives sagst, aus Gerechtigkeitsgründen. Ja, erstmal zum Punkt, wir sind alle Nutznießer der freien Märkte. Wer ist das Wir? Also wir, die wir in diesem Raum sitzen, keine Ahnung, vielleicht tendenziell ein bisschen, die einen mehr, die anderen weniger, aber wir müssen das Ganze als ein globales System sehen. Und wenn wir in dem Sinne Nutznießer sind, dass wir uns was sich ein billiges T-Shirt kaufen können, aufgrund von freien Märkten, die ja nie wirklich frei sind, sondern hochgradig vermachtet, wie du gesagt hast, dann sind manche vielleicht Nutznießer und andere sind eben, haben das Nachsehen. Oder die Leute, denen Ressourcen geplündert werden, die vertrieben werden von ihrem Land, weil eine neue Kupfermine aufmacht, die wir eben brauchen, um weitere Laptops herzustellen, die wir zu einem relativ günstigen Preis hier kaufen können. Dann gibt es Verlierer und Gewinner. Und in der Geschichte des modernen Weltsystems in den letzten 500 Jahren ist, das versuche ich in dem Buch auch zu zeigen, die Mehrheit der Menschen, die von diesem System in dieses System integriert wurden, eher auf der Seite der Verlierer und nicht auf der Seite der Gewinner. Man kennt ja die etwas grobe Redeweise von der globalen Mittelklasse, etwa 20% der Weltbevölkerung, die ein Stück weit natürlich davon profitiert, aber es hat eben sehr viele Verlierer. Also das erstmal zu der Frage, wer ist eigentlich wir, der hier profitiert. Und der nächste Punkt ist, ja, Märkte, haben die nicht auch was Positives? Es gibt die Idee, dass Kapitalismus nicht dasselbe ist wie Marktwirtschaft. Das wird auch von verschiedenen Historikern so vorgebracht. Ein wichtiger ist Fernand Braudel, ein französischer, sehr lehnenswerter Historiker, der sagt, der Kapitalismus hat sich eigentlich ein Stück weit der Märkte bemächtigt. Und ich halte das aber nicht für so ganz stichhaltig, wenn man sich eben die Geschichte ansieht, wie die Geldwirtschaft in die Welt gebracht wurde. Es mag in irgendeiner theoretischen Welt einen positiven freien Markt geben, wie ihn sich Adam Smith zum Beispiel auch vorgestellt hat, also der Vater des Wirtschaftsliberalismus im 18. Jahrhundert, wo alle also auf gleicher Ebene Dinge miteinander tauschen können. Aber die Geschichte des Kapitalismus ist eigentlich eine ganz andere. Also im Fall von Fugger hatte ich das ja auch erwähnt, dass die am meisten Kapital akkumulieren konnten, hatten das zum Beispiel über Monopole ganz stark getan. Und das tun sie auch heute noch. Also wenn wir uns mal das Bankensystem angucken, das sind ja auch Oligopole, die sehr stark vom Staat gestützt werden. Ich meine, alle unsere Großbanken wären ja pleite, die würden gar nicht mehr existieren, wenn sie vom Staat nicht Billionen bekommen hätten. Das ist auch nicht neu. Das zieht sich durch die Geschichte des Systems, dass bestimmte Unternehmen staatliche Privilegien genießen, die teilweise auch mit Gewalt durchgesetzt werden. Und es ist auch eine logische Frage. Ohne oligopolistische oder monopolistische Strukturen hätten niemals diese ungeheuren Kapitalmassen akkumuliert werden können, die man dann gebraucht hat, um große Industrien und so weiter aufzuziehen.
Das hat also schon auch eine gewisse Logik, die aber mit freien Märkten, wie sie auch vom Neoliberalismus immer wieder beschworen werden, nichts zu tun haben. Und übrigens, der Neoliberalismus ist ja als Ideologie, redet er ja immer von freien Märkten, aber die Praxis des Neoliberalismus ist ja das Gegenteil. Es werden bestimmte Großunternehmen privilegiert, TTIP zum Beispiel und andere Handelsverträge sind ein Beispiel, die sind so designt, dass eigentlich große Unternehmen gefördert werden, subventioniert werden sogar, und kleinere oder nicht profitorientierte, gemeinwohlorientierte Unternehmen das Nachsehen haben. Also insofern glaube ich, kann man es auf zwei Seiten betrachten. Man kann natürlich sich eine ideale Welt ausdenken, in der Märkte auch eine positive Rolle spielen. Deswegen will ich gar nicht sagen, jede Form von Markt ist immer böse. Aber dass der reale Kapitalismus, der manchmal verharmlosend Marktwirtschaft genannt wird, hat mit Freiheit und auch nur mit freien Märkten nicht so viel zu tun. Hm. Dennoch werden wir uns dann bei den Auswegen auch nochmal überlegen, in welcher Form eben die gute Idee des Marktes auch gerettet werden könnte oder überhaupt entwickelt werden könnte. Jetzt kommen wir zu diesem Kapitel Drill. Also das fand ich auch sehr beeindruckend und ist auch, ja, auch immer wieder gut, sich zu vergegenwärtigen, welchen Drill wir in den letzten Jahrhunderten absolviert haben. Also von der Pünktlichkeit, mit der wir in der Fabrik erscheinen müssen. Also da hat man ja den Arbeitenden früher an die Jalousien geklopft, dass sie überhaupt aus dem Bett kommen. Und vor allen Dingen natürlich die Schule, also die Abrichtungsanstalten sozusagen nach dem Vorbild des soldatischen Lebens. Und du hast da also auch sehr schöne Bücher, sehr schöne Fotos und Abbildungen in deinem Buch, aber auch so Zeitgliederungsanweisungen. 8.45 Uhr Eintritt des Lehrers, 8.51 Uhr Ruf des Lehrers, 8.56 Uhr Eintritt der Schüler und Gebet, 9 Uhr Einrücken in die Bänke, erste Schiefertafel, 9.08 Uhr Ende des Diktats, 9.12 Uhr zweite Schiefertafel und natürlich, wo sind die Finger? Hände auf den Tisch und wie sitzen sie überhaupt alle da? Sie lümmeln hier rum, so kann man doch nicht lernen und Disziplin sich aneignen. Also, das ist hier, das ist, glaube ich, wirklich sehr gut, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir das ja eigentlich, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich das noch erinnern, also ich habe noch in meiner Schulzeit auch Schläge bekommen, wie jung eigentlich die Zeit ist, wo wir die Kinder nicht mehr schlagen und wie sehr dieser Drill zu unserer Ausbildung zum Kapitalismus dazugehört. Ja, das ist ein ganz wichtiger Teil der Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems. Es ist ja kein Zufall, dass ab dem 18. Jahrhundert, dann verstärkt im 19. Jahrhundert, eine bestimmte Art von Schulsystem um sich gegriffen hat oder eingeführt wurde, auch teilweise mit sehr viel Gewalt, das sein Vorbild hatte im Militär. Also das, was Michel Foucault, der französische Philosoph, die Disziplinarinstitution genannt hat, also er hat Gefängnisse untersucht, Psychiatrie, Schule und viele andere. Das ist entstanden nach dem Vorbild des Militärs, das, wie ich ja schon erwähnt hatte, in der frühen Neuzeit eine ungeheure Expansion erlebt hat. Also Armeen mit 400.000 Leuten und so weiter. Und neu an diesen Armeen war auch im Verhältnis zum Mittelalter, dass sie eben auf, nach dem Vorbild einer großen Maschine organisiert waren. Deswegen auch ein bisschen der Titel, die Megamaschine, weil das Idealbild von Herrschern war damals eine Masse von Bürgern oder damals waren es Untertanen zu haben, die wie auf Knopfdruck funktionieren und die also als Armee gesteuert irgendwohin losmarschieren können und dann bestimmte Dinge tun können. Befehl und Gehorsam, das war das Vorbild für, nicht nur für das Militär, sondern dann für eine ganze Gesellschaft. Und um also Menschen so zuzurichten, dass sie in den Militärapparaten funktionierten, denn das ist nicht selbstverständlich. Also ein Mensch, der ist von seiner Natur aus, sträubt er sich natürlich dagegen, zu seinem Zahnrad zu werden, in einer Tötungsmaschine also mal. Dagegen haben sich Menschen gewehrt und sie haben sich auch dagegen massiv gewehrt über Jahrhunderte, Teil der kapitalistischen Ausbeutungsmaschine zu werden, also Teil der Lohnarbeit zu werden. Lohnarbeit war lange Zeit in der Geschichte der Neuzeit für arbeitende Menschen eigentlich ein Schimpfwort. Lohnsklaverei haben viele amerikanische Arbeiterinnen und Arbeiter dazu gesagt. Und man musste Menschen also in Form bringen, um tatsächlich in der entfremdeten Ökonomie und dem entfremdeten Staatsapparat funktionieren zu können. Und dazu war die Schule eigentlich da. Das war, da haben die Leute auch kein Blatt vor den Mund genommen, das war also eigentlich
ganz offiziell so, dass Menschen eben für das Funktionieren in dieser neuen Form von Gesellschaft, denn übergeordnetes Ziel, es war aus Geld mehr Geld zu machen, aus einer großen Armee eine noch größere Armee zu machen, das waren die zwei wesentlichen Dinge, um die es da immer ging. Und so ist ein Schulsystem entstanden, das auf Disziplinierung, auf Gehorsam, Drill ausgerichtet war. Und du sagst, wir haben glücklicherweise einige der schlimmsten Dinge dieses Schulsystems auch überwinden können, zum Beispiel die Schläge. Aber strukturell ist hat dieses Schulsystem, wie wir es heute haben, immer noch Ähnlichkeit damit. Ne? Und es ist sehr hartnäckig, obwohl wir wissen, dass Lernen viel besser funktioniert, wenn Menschen relativ frei ihren Interessen auch nachgehen können. Halten viele Politiker und Institutionen daran fest, dass wir ein Schulsystem haben, das eben auf entfremdeten Lernen beruht, auf Angst darauf, dass man Noten bekommt, dass man Angst hat, herabgesetzt zu werden oder eben durch gute Noten aufsteigt. Das sind alles Sachen, die aus dem Militär kommen, dieses Belohnungs- und Strafsystem der Schule. Es ist sehr hartnäckig und es ist, glaube ich, das hat mal der schwedische Ministerpräsident Olof Palme vor vielen Jahrzehnten gesagt, wenn wir ein anderes Schulsystem wollen, dann brauchen wir auch eine andere Ökonomie. Denn solange Menschen für diese Ökonomie ausgebildet werden sollen, werden auch immer sehr starke Kräfte dafür kämpfen, dass dieses Schulsystem so bleibt. Dass Menschen eben dazu abgerichtet werden, Aufgaben, deren Sinn sie überhaupt nicht zu verstehen, abzuarbeiten, statt sinnerfüllten Tätigkeiten nachzugehen. Wenn aber, das ist der letzte Satz, wenn aber Menschen in der Schule lernen würden, die Sinnfrage zu stellen, dann würden sie eben auch viele Dinge, die wir heute in unserer Ökonomie tun müssen, auch nicht mehr so einfach tun können oder wollen. Ja, das war jetzt ein sehr schneller Ritt. Ich wollte Sie ja auch vor allen Dingen neugierig machen auf das Buch. Jetzt machen wir mit einem ähnlich schnellen Ritt das Kapitel mit den Auswegen. Ich habe mir hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben, zu denen du, wenn es geht, einfach immer so ein, zwei Sätze sagst. Also Stichworte, nachdem ich dein Kapitel gelesen habe. Was könnte das Positive an den Märkten retten? Oder sollte man sie komplett ersetzen? Dann hätten wir vielleicht wieder eine neue Form, vielleicht eine fortschrittlichere Form der Planwirtschaft. Stellst du dir einen Sozialismus 2.0 vor oder eine neuartige Form der Wirtschaftsdemokratie? Ließe sich das Wirtschaften ohne Arbeitsmärkte vorstellen und eine öffentliche Finanzwirtschaft ohne Geldvermehrungsmöglichkeit? Und vor allen Dingen, wie kommen wir zu einem liebevollen Verhältnis zur Natur, auch ein wichtiges Anliegen von dir? Wie schaffen wir eine kultivierte Selbstbegrenzung? Organisiert? Muss es dann doch eine Ökodiktatur sein oder könnte es ein Rätesystem werden? Alle diese Stichworte, wenn du bitte aufgreifst, dann kannst du jetzt mal bitte kurz abarbeiten. Okay, seit 10 Jahren fragen wir das und jetzt kommt die Antwort. Das Positive an den Märkten. Finde ich, ist ein bisschen abstrakt die Frage. Also ich würde anders rangehen. Ich denke, wir brauchen eine Transformation der Wirtschaft, die vom Profitprinzip wegkommt und hin zum Gemeinwohlprinzip kommt. Also ich nenne das Ausstieg aus der Kapitalakkumulation. Das oberste Ziel des Wirtschaftens im jetzigen System ist es, aus Geld mehr Geld zu machen. Und das beschert uns eine ganze Reihe von sozialen und ökonomischen Problemen. Und das beschert uns vor allem auch das ökologische Desaster, was wir haben, denn zwingt die Wirtschaft immer weiter zu wachsen. Da müssen wir raus und wir müssen meines Erachtens das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen und Unternehmensformen auch entwickeln, die in ihrer Struktur her dem Gemeinwohl verpflichtet sind und nicht dem Profit der Shareholder. Und dazu braucht es natürlich auch eine gesetzliche Rahmenbedingung und gesellschaftliche Diskussion, die so einen Rahmen möglich machen. Zu den Märkten meine ich, dass ganz entscheidend ist, was den Märkten ausgeliefert ist und was nicht Märkten ausgeliefert ist. Ich glaube, dass wir bestimmte Dinge den Märkten entziehen müssen. Das Land ist zum Beispiel, was ich ja schon erwähnte, Landbesitz ein wichtiges Beispiel dafür. Wenn man das den Märkten ausliefert, egal wie mehr oder weniger frei oder vermachtet sie sind, führt das in der Regel zu Konzentration von Eigentum in sehr wenigen Händen. Und deswegen glaube ich, müssen wir so existenzielle Dinge wie Landbesitz, das Recht auf Wohnen, Recht auf Gesundheitsversorgung, Recht auf Kultur, Bildung, Elektrizität,
Viele dieser Dinge müssen wir in einer Form organisieren, die eben nicht marktförmig ist, die garantiert, dass alle Zugang zu diesen Gütern haben. Und das ist ein Prozess, der ja schon sehr lange im Gange ist. Es gibt eine ganze Reihe von Menschenrechten, die eigentlich verbrieft sind, auch wenn sie nicht immer umgesetzt werden, ein Recht auf diese Dinge. Und es gibt ja auch Fortschritte in den letzten Jahrhunderten. Soziale Bewegungen haben dafür gekämpft, dass wir ein öffentliches Gesundheitssystem haben, das natürlich unter Beschuss ist, das unter Privatisierungsdrang ist, finanziell ausgetrocknet wird und so weiter. Aber das sind ganz wichtige Kampffelder und ich glaube, dass wir eben eine ganze Reihe von diesen Feldern aus der Marktlogik herauslösen müssen. Das heißt nicht, dass es da nicht noch Dinge gibt, die irgendwie auch übrig bleiben, wo man auch, wo Geld eine Rolle spielen kann, wobei man sich dann auch darüber unterhalten muss, welche Form von Geld ist das, wer schöpft das Geld eigentlich, wer kontrolliert die Geldflüsse und da gibt es ja auch viele Ansätze, anders mit Geld umzugehen, von Regionalwährungen bis zu vielen anderen Ideen. Jetzt kommt der nächste Punkt. Komplett ersetzen habe ich schon abgehandelt. Mhm. Sozialismus 2.0 oder eine neue Art der Wirtschaftsdemokratie. Ja, Sozialismus ist ja ein sehr weiter Begriff, da gibt es Ökosozialisten und es gibt alle möglichen, deswegen würde ich mich vielleicht ein bisschen eher auf den Begriff Wirtschaftsdemokratie jetzt fokussieren. Ich denke, dass ein großer Mythos der repräsentativen Demokratie, die in den letzten 200 Jahren entwickelt worden ist und entstanden ist und erkämpft worden ist, der ist, dass es die letzte denkbare Form von Demokratie ist. Und wenn man sich mal genauer anschaut, Noam Chomsky hat es mal so auf den Punkt gebracht, die meisten Menschen verbringen einen größten Teil ihrer Zeit in absolut diktatorischen, absolutistischen Organisationen, nämlich in kapitalistischen Unternehmungen oder teilweise natürlich auch Staatsbetrieben, die manchmal auch nicht so viel anders funktionieren. Und da ist es natürlich ein ganz wichtiger Schritt, wenn man Demokratie ernst nehmen will, dass Menschen an ihrem Arbeitsplatz mit darüber bestimmen, wie produziert wird, was produziert wird und so weiter. Und das hat natürlich mit Sozialismus auch insofern zu tun, da komme ich schon mal auf den Rätegedanken, als das natürlich auch genau eine der Dinge ist, die auch stark nicht nur von der staatssozialistischen Seite, sondern auch von der rätesozialistischen Seite so gedacht waren, dass Menschen an ihrem Arbeitsplatz sich selbst organisieren und dann auch selbst über Produktion bestimmen und auch kollektiv mit darüber verhandeln, wie etwas produziert wird. Also das ist schon auch ein wichtiger Prozess. Nächster Punkt. Ließe sich das Wirtschaften ohne Arbeitsmärkte vorstellen? Vorstellen auf jeden Fall. Den absolut größten Teil der Menschheitsgeschichte gab es keine Arbeitsmärkte. Also man muss sich erstmal vorstellen, der Homo sapiens ist ungefähr 200.000 Jahre alt. Das, was ich in diesem Buch ein bisschen anreiße, die letzten 5.000 Jahre sind sowieso ein winziger Ausschnitt aus der Menschheitsgeschichte. Also 95% der Menschheitsgeschichte haben wir als Menschen außerhalb von dieser Art von Herrschaftssystemen verbracht und damit auch außerhalb von Arbeitsmärkten und so weiter. Innerhalb der letzten 5.000 Jahre wiederum haben die absolut größte Teil der Menschen auch wiederum in den verschiedenen Weltregionen außerhalb von Arbeitsmärkten verbracht. In Europa ist die Durchsetzung von richtig, also wo der Mensch zu einer Art Ware wird, das ist ja eigentlich die Definition von einem Arbeitsmarkt. Das war für Menschen früher im 18. Jahrhundert zum Beispiel etwas Ungeheures, ne? Dass der Mensch verfügbar sein soll wie ein Handelsgut, also dass man ihn kaufen kann, mieten kann, wie einen Sack Mehl oder sowas. Das war keineswegs selbstverständlich. Dagegen gab es sehr viel Widerstand. Und Karl Polanyi, der berühmte Wirtschaftshistoriker, hat in seinem tollen Buch Die große Transformation beschrieben, wie in England der erste Arbeitsmarkt geschaffen wurde. Das war 1834. Und der Sinn der Schaffung eines sogenannten freien Arbeitsmarktes war es, das haben seine Verfechter klar gesagt, den Armen die ihre Unterstützung wegzunehmen. Es gab eine gewisse Form von minimaler Armenunterstützung, um sie in die Lohnarbeit zu zwingen. Und einer der Theoretiker, ein Liberaler, sagte damals, nur durch den Hunger lernen die Menschen zu arbeiten. Also wir müssen die Menschen der Bedrohung des Todes aussetzen, um sie in die Lohnarbeit zu zwingen. Das war also von vielen liberalen Denkern in England damals einer der Gründe, warum man gesagt hat, alle staatliche Unterstützung weg, damit die zu jeden beliebigen Bedingungen in dem Frühindustrialismus in England die Arbeit annehmen. Also da sieht man schon, dass Arbeitsmärkte auch nicht von selber entstehen, sondern sie werden geschaffen. Sie werden oft auch von staatlicher Gewalt geschaffen. Und es ist durchaus, es ist die meiste Zeit der
die meiste Zeit auch in Europa haben Menschen Arbeit anders organisiert als in Arbeitsmärkten. Also zum Beispiel durch Commons, durch gemeinsame Bewirtschaftung von Ländereien. Das war die übliche Wirtschaftsform über Jahrhunderte und Jahrtausende in der bäuerlichen Wirtschaft in Europa. Ja, eine öffentliche Finanzwirtschaft, also Geld als öffentliches Gut, eine Finanzwirtschaft, also ohne Geldvermehrungsmöglichkeit. Ja, das kommt wieder darauf zurück, was ich meinte, dass wir gemeinwohlorientierte Institutionen brauchen und nicht profitorientierte Institutionen. Und das betrifft das Geld natürlich auch und ganz zentral. Und ich glaube, wenn es da starke soziale Bewegungen für gäbe, hätten wir sogar Chancen. Man muss sich ja vorstellen, die nächste Finanzkrise kommt bestimmt, da sind sich alle vernunftbegabten Ökonomen, glaube ich, einig. Und dann wird es wieder heißen, hier Banken retten, die Deutsche Bank retten und so weiter. Die sind ja schon mit vielen Milliarden und sogar Billionen gerettet worden, um ihr zerstörerisches Geschäftsmodell fortzusetzen. Und man könnte in so einer Situation natürlich sagen, wenn die wieder pleite gehen, nein, wir retten die so nicht, sondern das Finanzsystem muss transformiert werden, grundlegend verändert werden, hin zu einem, das Kredite vergibt, nicht danach, was am profitabelsten ist, sondern danach, was dem Gemeinwohl am meisten dient. Natürlich muss man trotzdem auch prüfen, ob etwas irgendwie wirtschaftlich solide ist und so weiter, aber das ist etwas völlig anderes. Und es gibt auch Vorbilder oder kleine Nischen, sage ich mal, wo sowas auch teilweise stattfindet. Es gibt Genossenschaftsbanken, die ökologische und soziale Kriterien vor dem Profitkriterium setzen. Entwicklungsbanken. Ja, Entwicklungsbanken sind dann schon wieder ein kritisches Thema, die sind auch sehr stark vermarktet. Haben sich so ein bisschen, aber die eigentliche Idee war zum Beispiel von der KfW oder wie sie heißt, ne, war ja eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Gedanke. Genau. Also im Prinzip gibt es diesen Gedanken, gibt es auch in Sparkassen übrigens teilweise. Und würde also nichts theoretisch dagegen sprechen, ein Finanzsystem aufzubauen, das eben nach vollkommen anderen Kriterien funktioniert. Natürlich sind gewaltige, mächtige Interessensgruppen dagegen, das ist keine Frage. Aber das ist zumindest etwas, was meines Erachtens, wenn man Transformation ernst nimmt, auch auf die Tagesordnung gehören würde. Jetzt sind wir beim liebevollen Verhältnis zur Natur. Ja. Das ist ein Teil auch vom Buch, wo ich darüber spreche, dass sich aus diesen Herrschaftsformen, wie ich sie beschreibe, den ökonomischen und militärischen und ideologischen Herrschaftsformen auch ein Weltbild in manchen Teilen, vor allem auch der Eliten, durchgesetzt hat, dass wir die Natur beherrschen könnten. Ne? Also die ungeheuren technischen Errungenschaften. Und der Bergbau ist ein wichtiges Vorbild dafür. Ne? Wenn man ganze Berge versetzen kann, wenn man gewaltige Metallmassen bewegen kann und daraus neue Stoffe formen kann, kann man zu dem Gedanken kommen, dass die ganze Natur sich nach unserem Willen beherrschen ließe und auch steuern ließe, auf vorhersehbare Weise steuern ließe. Das hat sich natürlich als tragischer Irrtum erwiesen. Nicht nur Tschernobyl und Fukushima sind Beispiele für scheiternde Naturbeherrschung, sondern natürlich auch der Klimawandel, der komplett unbeherrschbar ist. Also die ökologischen Katastrophen, in die wir uns hineinbewegen, zeigen, dass Natur eben grundsätzlich nicht beherrschbar ist, dass sie Effekte hervorbringt, die wir nicht vorhergesehen haben. Und deswegen glaube ich, ist ein ganz wichtiger Teil von einer Transformation, dass wir ein anderes Naturverständnis entwickeln, eins, das eher auf Kooperation basiert und nicht darauf, dass wir Macht über die Natur haben. Dafür gibt es in der Geschichte auch viele, viele Beispiele. Am Ende des Buches erwähne ich die Reisbauernkultur in Indonesien, in Bali zum Beispiel, wo Menschen über Jahrtausende ein sehr komplexes System entwickelt haben, wie sie mit den Zyklen der Natur kooperieren und gleichzeitig dabei ein Maximum an sozialer Gerechtigkeit herstellen. Das ist sehr interessant. Also am Beispiel vom Wasser, was ein wirklich lebenswichtiges Gut ist und auch knapp wird in unserer Welt, Süßwasser. Also ich denke, da brauchen wir auch ein neues Verständnis von Technik und auch von, welche Technik ist wünschenswert für unsere sozialen Beziehungen und für eine weiter lebenserhaltende Natur. Ja, wie schaffen wir eine kultivierte Selbstbegrenzung, wäre die nächste Frage. Ja, du hast da unterschlagen, dass da noch steht Ökodiktatur oder Retesystem. Das kommt ja danach. Achso, das ist noch ein anderes.
eine kultivierte Selbstbegrenzung. Ja, ich glaube, dass das eben nicht nur als Selbstbegrenzung zu verstehen ist. Es ist ja vollkommen unstrittig und klar, dass wir massiv den Ressourcenverbrauch senken müssen um 80-95% in Industrieländern pro Kopf. Aber die Frage ist, diskutieren wir das nur in Form von Begrenzung oder können wir nicht auch sehen, dass das möglicherweise ganz neue Formen auch des Zusammenlebens ermöglicht? Also das typische Beispiel ist, wenn man, das erwähne ich im Buch auch, wenn ich nach Feierabend irgendwie mich in meinen dicken SUV reinsetze und damit mich durch den Berufsverkehr quäle, um in ein Sportstudio zu fahren, wo ich dann auf einem elektrisch betriebenen Förderband laufe und mir auf dem Bildschirm dann Werbung für noch größere SUVs ansehe. Ich weiß nicht, wie viel das noch mit Lebensqualität zu tun hat. Ne? Und verbraucht ihre Ressourcen, aber macht auch nicht wirklich Spaß. Ne? Und könnte es irgendwie viel mehr Spaß machen, in einer autofreien Stadt mit dem Fahrrad ein paar Runden zu drehen, bei den Nachbarn im Garten noch ein Schwätzchen zu halten. Ne? Also ich glaube, dass uns ja auch eingeredet wird, Lebensqualität ist nur durch immer größeren Ressourcenverbrauch zu haben. Das stimmt nicht. Was aber stimmt, ist natürlich, dass fortgesetzte Kapitalakkumulation immer weiter Ressourcenverbrauch braucht und uns dazu zwingt, immer mehr Produkte zu kaufen, die wir eigentlich bieten, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen und so weiter. Also deswegen würde ich Selbstbegrenzung ja, aber eben auch als positive Vision. Ne? Selbstverwirklichung? Ja, aber auch im Zusammenleben. Also nicht nur in diesem Individualismus, jeder verwirklicht sich selbst, sondern auch das Soziale vielleicht neu entdecken. Ja, dann kommt die Frage nach der Ökodiktatur oder dem Rätesystem. Also von Ökodiktatur halte ich nichts, weil wer könnte denn da Diktator sein? Also erstmal liegt mir was an Demokratie, aber zum anderen sind ja die diktatorischen Kräfte, die wir jetzt schon in der Welt haben, vom Internationalen Währungsfonds bis über die Deutsche Bank bis sonst wohin, sind ja Teil eigentlich der ökologischen Zerstörungsmaschine. Deswegen brauchen wir eher sowas wie das, was Vandana Shiva Erddemokratie genannt hat. Also eine Form von Demokratisierung, die aber jetzt nicht nur egoistisch sagt, wir hier in Deutschland entscheiden jetzt demokratisch, dass wir weiter maximal konsumieren wollen und die anderen können ruhig gegen die Wand fahren, sondern wir brauchen auch eine Form von Demokratie, die sozusagen dort die Interessen der anderen und auch im globalen Süden, also global auch die Interessen anderer berücksichtigt, wo die auch ihr Stimmrecht haben. Und das ist natürlich eine, also ich bin da nicht sehr gläubig daran, dass sowas in irgendeiner formalisierten Weise, in irgendeiner Form von neu belebten UNO-Systemen wirklich möglich ist. Aber ich glaube doch, dass wir, wenn die Gesellschaften in sich sich demokratisieren, und das bedeutet ja nicht, dass wir öfter wählen nur, sondern dass wir mehr Wahlmöglichkeiten haben, sondern dass es auch mehr politische Bildung gibt, dass es mehr Mitsprache in allen möglichen Entscheidungen gibt, dass wir dann auch auf eine andere Weise über eine ökologische Transformation nicht nur nachdenken können, sondern sie auch auf den Weg bringen können. Also ein gutes Beispiel dafür ist die Bewegung, kommunale also Energienetze wieder in kommunale Hand zu bringen, ob das Genossenschaften sind oder kommunale Betriebe. Das hat ja sehr viel mit Demokratie zu tun, dass man also die Herstellung des zum Leben Notwendigen, zum Beispiel Strom, auch wieder kommunal und damit auch demokratischer organisiert und das nicht irgendwelchen globalen Riesen überlässt. Das hat auch den Vorteil, dass Bürger sich engagieren mehr und auch das Gefühl haben, mehr mit den Dingen, mit diesen Dingen zu tun zu haben. Es hat auch den Vorteil, dass wir dann die Möglichkeit haben, lokal eben zu sagen, wir benutzen die lokalen Ressourcen, die hier sind, ob das Wind ist, ob das Sonnenenergie ist oder Erdwärme, und bestreiten daraus unsere Energieversorgung, nicht aus transnationalen Netzen. Also insofern denke ich, dass eine Demokratisierung auch gerade im Energiebereich auch sehr viele ökologische Vorteile bringen kann. Ja, wir haben uns eben, ich finde, sehr gut an die Stunde gehalten, die wir vereinbart hatten, damit Sie jetzt zu Wort kommen können. Und ich fände es natürlich schön, wenn wir dieses Gespräch über die Auswege jetzt gemeinsam fortsetzen könnten. An welchen Stellen und Hebeln Sie so ansetzen oder an welche Hebel Sie glauben oder auch nicht glauben. Und Achim, könntest du mir helfen mit die Liste der, dass ich da irgendwie mich
Wir sind aber heute sehr linkslastig. Das ist ja hier nur links. Da rechts ist ja gar nichts. Kommt auf den Professor Kimmel. Vielleicht war der Herr vorne der Erste, der den Arm gehoben hat. Also gut, dann. Du kannst auch mit dem Mikrofon rumgehen. Ich habe ja, eine kleine Mikrofon, Frage. Ich würde mal interessieren, was Sie zu dem IWF sagen können. Das funktioniert, was der jetzt heutzutage für eine Funktion hat. Danke. Ja. Ich würde ein bisschen sammeln vielleicht. Ja, ja, genau. Hier einfach noch ein bisschen rum und dann sammeln wir. Geht das gar nicht? Hallo. Geht? Sammeln. Jetzt? Auch nicht? Auch nicht? Hallo? Sie sind dran. Okay, achso, es wird gesammelt. Also ich habe mir einige Notizen gemacht während des Vortrags. Das ist jetzt eine ganze Liste geworden. Soll ich die jetzt mal einfach abarbeiten? Die wichtigsten Sachen. Was Ihnen am wichtigsten ist. Okay, die zwei wichtigsten vielleicht Fragen. Zum Beispiel, der Mensch hat vor der Erfindung des Geldes sehr viel mehr Gewalt sich gegeneinander zugefügt als danach. Also die Einführung der Kriegswirtschaft mit Geld scheint ja nicht wirklich eng zusammenzuhängen. Das 20. Jahrhundert ist trotz aller schrecklichen Sachen das friedlichste Jahrhundert aller Zeiten gewesen. Hallo? Ist Fakt. Es sind nie so wenig Menschen gestorben im Verhältnis wie in anderen Zeiten. Und es ist auch so gewesen, dass vor der Erfindung der Schmelzwirtschaft sind Kontinente entholzt worden, jede Menge Tierarten ausgerottet. Das war ja auch jetzt nicht unbedingt direkt in Verknüpfung mit der Erfindung des Geldes. Das gab es ja davor auch schon ganz massiv. Nehmen wir zum Beispiel Australien oder Nordamerika. Okay, vielleicht wenn du darauf jetzt die ersten zwei erstmal beantwortest. Das kannst du nicht lassen. Ja, das geht auch. Behalten Sie es ruhig fürs Publikum. Der IWF heute, es gibt innerhalb des Internationalen Währungsfonds sehr gute Ökonomen, die zum Beispiel seit vielen Jahren sagen, dass die Austeritätspolitik in Griechenland ein fataler Fehler ist, dass das nicht funktioniert, dass das mehr Armut produziert, dass das Wachstum abwirkt und so weiter und so fort. Aber politisch hat der IWF einfach eine andere Funktion. Also er hat die Funktion, eben die Interessen von vor allem globalen Finanzeliten durchzusetzen. Und deswegen werden auch regelmäßig vom IWF die Ratschläge der eigenen Ökonomen ignoriert. Deswegen, der IWF ist ein Universum für sich, aber seine politische Funktion ist meines Erachtens nach wie vor dieselbe, wenn auch mit Schattierungen. Teilweise war er ein bisschen softer als die EZB zum Beispiel oder als die EU-Kommission jetzt im Fall Griechenland. Aber im Großen und Ganzen ist seine Funktion seit den 70er Jahren etwa gleich geblieben. Er hatte ja früher eine ganz andere Funktion. In den 50er, 60er Jahren war er dafür da, dafür zu sorgen, dass Währungen stabilisiert werden. Und er ist erst zu diesem neoliberalen Instrument geworden, als die, als das Gold- und Dollarbasierte Währungssystem zusammengebrochen ist in den 70ern. Zur Sache mit der Geld- und Kriegswirtschaft. Und es gab, das 20. Jahrhundert war das friedlichste aller Zeiten. Ich kenne diese These. Ich weiß nicht mehr den Namen des Autors, der das vertreten hat, der das versucht hat im Verhältnis zum Weltbevölkerung auszurechnen. Ich finde es sehr zynisch, wenn man sich anguckt, dass der Zweite Weltkrieg mit Abstand das größte Massaker in der Geschichte des Planeten, und davor war es schon der erste, war bis dahin auch das größte Massaker in der Geschichte des Planeten. Darüber gibt es historisch überhaupt keine Zweifel. Und das im Verhältnis zur Weltbevölkerung ist ein bisschen problematisch zu setzen. Und was ganz klar ist und was historisch auch eindeutig ist, ist, dass vor der, also wenn wir jetzt mal den Übergang von Mittelalter zur frühen Neuzeit nehmen als ein historisches Beispiel, wo die Geldwirtschaft wiederbelebt wurde, die Kriege im Mittelalter, nicht der Hundertjährige Krieg, der Hundertjährige Krieg war schon ein monetarisierter Krieg mit Söldnerarmeen, aber die Kriege davor waren eben mit maximal wenigen tausend Mann geführt, maximal 40 Tage, und die Todesopfer waren extrem überschaubar. Wenn wir uns dann den 30-jährigen Krieg angucken, einer der großen Kriege der frühen kapitalistischen Welt, der hat ein Drittel der europäischen Bevölkerung das Leben gekostet. Also wenn wir anschauen, Hunderttausende von Soldaten, die plündernd und massakrierend durch die Gegend gezogen sind, dann hat das sehr, sehr viel mit der Geldökonomie zu tun. Und man kann dasselbe auch in der Antike nachweisen. Die großen Armeen, die beispielsweise die Römer hatten, wären ohne die Münzwirtschaft so nicht möglich gewesen. Das bedeutet nicht im Umkehrschluss, und da gebe ich Ihnen recht,
dass ohne Geldwirtschaft keine Gewalt ausgeübt wird. Das ist natürlich Quatsch. In den frühen Imperien, die noch keine Münzgeldwirtschaft hatten, also ob das Assyrien war oder ob das das alte Ägypten war, wurden natürlich Kriege geführt und wurden auch Kriege sehr brutal geführt. Die Art von der Münzwirtschaft hat das nochmal in neue Dimensionen ermöglicht. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, war die Naturzerstörung, die natürlich, es ist auch keineswegs so, das behaupte ich auch nicht im Buch, dass das unser System, was wir heute haben, das einzige destruktive System in der Geschichte des Planeten gewesen ist. Es gibt sehr viele andere destruktive Systeme, die wir hatten. Es gibt auch sehr viele destruktive Systeme, die vielleicht noch kommen werden. Deswegen ist auch das Ende des Kapitalismus nicht nur, oder wenn es je kommt, nicht notwendigerweise der Übergang zu einer besseren Welt, sondern es sind durchaus auch noch schlimmere Systeme denkbar, die noch gewaltförmiger und naturzerstörerischer sind. Nur noch das zu Ende sagen. Und sie spielen, glaube ich, auch an auf sowas wie, Sie haben Australien erwähnt, aber die Osterinseln sind ja so ein typisches Beispiel von, das aber bestimmte Parallelen hat mit der kapitalistischen Ökonomie, weil es dann immer weiter ein bestimmtes Prinzip weiter verfolgt wird. Liegt das ja nur am Kapitalismus oder liegt es am Menschen? Nein, also ich glaube, dass es auch, dass sich wirklich unzweideutig historisch nachweisen lässt, dass es nicht der Mensch ist, also dass es nicht die Conditio Humana ist. Wir kennen sehr viele Beispiele für Gesellschaften, die nicht komplett friedfertig sind, aber die ihre Konflikte durch zum Beispiel ritualisierte Gewalt mit sehr wenigen Todesopfern durchführen. Dafür gibt es sehr viele Beispiele. Und es gibt eben enorme historische Unterschiede, je nach dem System, was jemals gegriffen hat. Und insofern glaube ich, dieser Mythos, der Mensch bleibt sich immer gleich und ist ein Raubtier, das alle anderen umbringen will, das ist meines Erachtens ein historischer Mythos, der längst widerlegt ist. Nochmal nachgefragt, wenn wir jetzt statt der heutigen kapitalistischen Weltwirtschaft einen fairen Handel hätten, also wenn aller Handel ein fairer Handel wäre, also wie wir eigentlich ja in den Fairhandelsbedingungen, sie sind eigentlich prima, könnte man nicht da doch sagen, also Handel ist friedensförderlich, oder bist du jemand, der sagt, also Priorität sollte doch die Selbstversorgung wieder sein? Es kommt absolut darauf an, was da gehandelt wird. Also ich finde, es lässt sich gegen Handel erstmal nicht grundsätzlich etwas vorbringen. Das Problem ist nur, das hatte ich ja in Bezug auf die Märkte schon gesagt, wenn alles dem Markt ausgeliefert wird und zum handelbaren Gut wird, zum Beispiel auch, nehmen wir Wohnungen, also ich lebe in Berlin, wo die Mieten gerade rasant steigen. Der Wohnraum in Berlin ist ein global handelbares Gut. Wo überall jetzt ökonomische Krisen sind, strömt das Kapital nach Berlin und treibt da die Mieten in die Höhe. Ich finde das pervers. Da hat Handel nichts zu suchen. Der Wohnraum in Berlin ist von den Arbeitern und Arbeiterinnen von Berlin über Jahrhunderte aufgebaut worden. Und es gibt keinen Grund dafür, diese Stadt, die eigentlich ihren Bewohnern gehören sollte, irgendwelchen globalen Hedgefonds oder so auszuliefern, die das global handeln. Da hat Handel überhaupt nichts zu suchen. Ich habe aber überhaupt nichts dagegen, wenn, was weiß ich, Leute bestimmte Dinge produzieren, die sie in anderen Teilen der Welt verkaufen. Warum sollte es keinen Austausch geben? Warum sollte es keinen Handel geben? Die Frage ist mal, was wird gehandelt und auch wer handelt da? Und mit welchem, es gibt ja auch den Begriff des ungleichen Tauschs. Ne? Und der spielt in der Geschichte der kapitalistischen Wirtschaft eine ganz entscheidende Rolle. Den gleichen Tausch hat es in dieser Form eigentlich nie in nennenswertem Umfang gegeben. Die Aktiengesellschaften, die wir kurz angerissen haben, die ersten, und sind ein gutes Beispiel dafür. Die sind nicht irgendwie nach Ceylon oder so gefahren und haben irgendwie Muskatnüsse gegen irgendwelche europäischen Produkte getauscht, sondern die ersten Aktiengesellschaften hatten gigantische Armeen. Die haben mit ihren Armeen diese Leute gezwungen zu einem ungleichen Tausch. Und die Bewohner der Banda-Inseln zum Beispiel in Indonesien haben sich geweigert, der niederländischen Ostindien-Kompanie ein Monopol zu gewähren. Und das Ergebnis war, dass die Armee der Niederländischen Ostindien-Kompanie dort einmarschiert ist, die 12.000 Bewohner dieser Inseln innerhalb von einem Jahr massakriert hat. 1.000 Bewohner waren am Ende noch übrig. Einer der vielen, vielen Völkermorde, der von dieser Art von Aktiengesellschaften begangen wurde in unserer Geschichte. Und sie hatten am Ende ihr Monopol.
Und damit sind sie reich geworden mit diesem Geschäftsmodell. Und deswegen ist, wenn wir über Handel reden, auch die großen, berühmten Handelsrepubliken Venedig und Genua, die haben ihr großes Geld, das ist eigentlich die Keimzellen des Kapitalismus in Europa, waren, mit enorm viel militärischer Gewalt angehäuft. Die haben in den Kreuzzügen eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die Plünderungen der Kreuzzüge waren zum Beispiel mit das Kapital, wo Venedig mit groß geworden ist, aber auch Genua. Die kann ich könnte unendlich diese Geschichte weitererzählen. Das heißt, das, was ist denn ihr Handel? Ne? Und wenn wir uns das heutige Handelssystem angucken, wie es von der Welthandelsorganisation und anderen repräsentiert wird, ist es ein Handelssystem von extrem ungleichem Tausch. Und das wird natürlich aufrechterhalten, auch mit militärischer Gewalt. Dort, wo es Regierungen gibt, die sich diesem Handelssystem auch widersetzen, wird immer wieder, das kann man in der Geschichte der letzten 70 Jahre sehr viele Beispiele dafür finden, werden Regierungen auch gestürzt und zerstört. Nehmen wir die nächsten zwei? Zum Beispiel Almut hat sich gemeldet. Ich muss noch auf den Knopf drücken, dass es grün leuchtet. Du hast bei deinem Ritt durch die Jahrtausende und Jahrhunderte relativ wenig oder gar nicht von Eigentum gesprochen. Du hast von Handel gesprochen, aber wenig von Eigentum. War nicht, gab es nicht eine Zeit, wo Land sowieso kein Eigentum war, sondern der Gemeinschaft gehörte? Und ist nicht der Punkt, der zu all diesen Dingen, die du beschrieben hast, geführt hat, doch der Beginn des Eigentums? Könntest du dazu noch mal was sagen? Denn das Eigentum ist ja bei uns auch in unserer ja recht guten Verfassung die heiligste Kuh, die es überhaupt gibt. Und wenn wir da nicht rangehen, werden wir vermutlich auch nichts ändern. Haben wir noch eine Frage dazu oder bist du gleich? Ich dachte gleich, ja. Okay, gut. Wer ist noch? Der Herr ist dann der Nächste. Ja, ich habe zwei Stichworte. Ja, nee, Entschuldigung. Die erste Antwort. Ja, okay. Okay. Eine ganz wichtige Frage. Das spielt im Buch auch eine wichtige Rolle und das ist auch das, was ich meinte mit der Geschichte, dass Land irgendwann privatisiert wurde und handelbar wurde und damit diese Verschuldungsdynamik und die Konzentration von Land zustande kam. Das ist ja genau die Eigentumsfrage. Und die meiste Zeit der Menschheit haben die meisten Menschen in Form der Landnutzung gelebt und viele tun das auch heute noch, die wir vielleicht als Commons bezeichnen würden, also als Gemeingüter, wo Land nicht handelbar war, Land nicht verkäuflich war. Übrigens auch nicht im europäischen Mittelalter. Da konnte Land nur zum Lehen gegeben worden. Es konnte nicht als Gehöre. Und das hat auch, obwohl das Mittelalter nun auch, weiß Gott, kein Bauernparadies war, aber das hat zumindest verhindert, dass diese enorme Landkonzentration stattgefunden hat. Und die Situation hat sich dann mit der Privatisierung des Landes in der frühen Neuzeit erheblich verschlechtert. Und es gab eine Heere von landlosen Vagabunden, die dann, wie Marx das ja auch beschreibt, dann als Armee sozusagen für die Lohnarbeit herhalten mussten. Also die Frage, wem gehört was und was ist Eigentum, ist ganz entscheidend. Ich mache im Buch aber auch die Frage auf, was genau bezeichnen wir eigentlich als Eigentum? Weil wenn man sich den Begriff mal genauer anguckt, setzt er sich aus ganz verschiedenen Rechten zusammen. Also die extremste Form von Eigentum, wie sie für uns auch typisch ist, im römischen Recht typisch ist und in der Neuzeit ist das römische Eigentumsrecht ja auch sehr stark wiederbelebt worden, ist, dass man mit dem Stück Land oder auch allen anderen Gütern, die einem gehören, im Prinzip alles machen kann. Ne? Man kann es nicht nur nutzen, sondern man kann auch, was im lateinischen Usus hieß, sondern man kann es auch fernnutzen oder zerstören, was Abusus hieß. Man kann es verpfänden, verkaufen, beleihen und so weiter. Das ist aber eine extreme Form von Eigentumsverständnis. In anderen Kulturen und in anderen Epochen der Geschichte konnte man Land zum Beispiel nicht verkaufen, man konnte es auch nicht verpfänden, nicht beleihen. Man hatte bestimmte Nutzungsrechte, man konnte es nutzen und das war auch gesellschaftlich ausgehandelt. Also auch die vielbeschworenen Commons oder Gemeingüter waren kein regelloser Zugang, wo alle irgendwie alles ganz wild genutzt haben, sondern
Wahnsinn und sind auch sehr komplexe Regelwerke, wo eben bestimmt ist, dass der Bauer X in der und der Zeit auf das und das Land kann und der Viehhirte XY kann dann in der anderen Zeit diese Wasserquelle dann benutzen und jedes Jahr wurde das auch neu ausgehandelt. Und ich glaube, darüber müssen wir uns unterhalten, über Nutzungs- und Verfügungsrechte und diese extremistische Form von Eigentum, die aus dem römischen Recht kommt und ein Stück weit auch durchs Grundgesetz geschützt ist. Das Grundgesetz schützt ja glücklicherweise auch einige soziale und andere Rechte, die mit dem Eigentum manchmal kollidieren. Aber ich glaube, da müssen wir andere Formen von Eigentumsverständnis entwickeln. Gut, dann darf der Herr mit dem roten Pullover zu den Fragen stellen. Ja, ich habe zwei Punkte, die ich gerne angesprochen wissen möchte. Das ist, das eigentliche Verständnis von Steuern würde ja bedeuten, dass der Staat bestimmte Dinge steuert. Macht im Wort Sinn. Und das macht er ja eigentlich genau gegen unsere Interessen, unsere meine ich der Mehrheit. Und entsprechend läuft es mit den Subventionen auch. Hohe Subventionen werden vom Staat, also mit unseren allen Steuermitteln, großen Konzernen gegeben, damit sie die Umwelt zerstören können. Und das ist gegen Natur, ist gegen unsere Interessen und funktioniert trotzdem. Das wäre eigentlich was ganz Wichtiges, was man abstellen muss. Und gerade mit einem neuen Steuermodell könnte man gemeinwohlorientierte oder orientiertes Wirtschaften ja eigentlich erreichen, aber die Mächte sind halt dagegen. Vielleicht sammeln wir mal. Ja. Ja. Ja, du, dann bist du gleich selber dran. Ist ein ganz anderes Thema. Vielen Dank. Schade, dass der Herr geht, aber er will den anderen Dinge nicht hören. Es gibt ja jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, dass ein Mangel an Empathie eine Störung der Persönlichkeit ist. Und ich möchte gerne vorschlagen oder fragen, wie kann man das mehr unter die Leute bringen, dass man das wirklich als Krankheit bezeichnet, sodass man das die kein Gefühl für ihren Mitmenschen haben, dass die wirklich an den Pranger gestellt werden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie können wir, nachdem die Geldwirtschaft keine Adresse hat und keinen Namen hat und so, wie können wir das greifbar machen, dass die Gesamtbevölkerung das begreift und auch wirklich auf die Straße gehen kann damit? Vielleicht die Christiane noch dazu nehmen? Nehmen wir noch die Christiane. Ja. Okay, Fabian, mir hat ganz besonders das Kapitel 6 gefallen, und zwar diese Mechanisten, und zwar Descartes und Co. Und da finde ich ganz wichtig, dass die auch ein bisschen demystifiziert werden in deinem Buch, eben, dass Descartes ist ja in Frankreich fast, also, ja, genau. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese totale Rationalität, die Natur als ein Mechanismus zu sehen, das hat uns das gebracht, wo wir heute sind. Und deswegen finde ich der Teil dieser Aufklärung, wo alle Leute immer so glücklich und zufrieden sind, ich finde wunderbar, dass du das sehr, sehr, sehr unter die Lupe genommen hast. Hat mir sehr gut gefallen. Es waren ja schon zwei ziemlich verschiedene Fragen, also solltest du zur Antwort kommen. Genau, ich muss es trotzdem rausnehmen, weil ich sonst so ganz komisch sitze. Okay. Ja, erstmal die Frage nach Steuern und Subventionen, bin ich vollkommen bei Ihnen. Das Steuersystem ist natürlich entstanden aus dem militärischen System, also es dient vor allem dem Militär, aber heute dient es natürlich kann es anderen Dingen auch dienen. Es kann soziale Sozialsysteme finanzieren und vieles mehr. Und deswegen sind Steuern und wie sie verwendet werden natürlich immer ein Gegenstand sozialer Kämpfe. Ne? Natürlich sind wir in den letzten 30 Jahren da auch in die Defensive geraten. Und es ist ja auch keineswegs so übrigens, dass der Neoliberalismus den Staat tatsächlich geschwächt hätte. Es hieß ja immer, wir wollen eigentlich weniger Staat und so. Es ist ja auch keineswegs so, dass Staatsbudgets überall geschrumpft sind, sie werden eben auch für andere Dinge verwendet, zum Beispiel fürs Militär. Also
Phase des Neoliberalismus ist auch mit in vielen Ländern mit einer starken Wiederausrüstung des Militärs verbunden gewesen. Und das ist natürlich, finde ich, ein ganz wichtiger Kritikpunkt, dass man sagt, Steuern müssen für andere Dinge verwendet werden und eben dazu auch gesellschaftliche Prozesse zu steuern und vor allem natürlich auch einen sozial-ökologischen Transformationsprozess zu steuern. Also diejenigen steuerlich zu belohnen, die gemeinwohlorientiert wirtschaften, und diejenigen steuerlich zu bestrafen, die das nicht tun. Ne? Ganz klar, das ist natürlich in einer transnational organisierten Wirtschaft schwer, aber keineswegs unmöglich, wie immer wieder behauptet wird. Also auch die EU könnte das natürlich in ganz anderem Maße tun, als sie es tut. Und Subventionen sind auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass die zentralen oder einige der zentralen Institutionen, die das System, so wie es ist, weiter antreiben, vor allem die größten Aktiengesellschaften, viele von denen können überhaupt nur durch Subventionen noch bestehen. Die Banken hatte ich ja schon erwähnt als Beispiel, aber man kann sich auch Autokonzerne angucken. Autokonzerne sind ja auch eine der großen Problembranchen, weil sie auch mit zur Zerstörung des Planeten sehr massiv beitragen. Wenn in der Wirtschaftskrise Opel und viele andere subventioniert werden, ist das natürlich ein sehr großes Problem. Ne? Natürlich ist es wichtig, auch sich Gedanken darüber zu machen, was mit den Arbeitern ist, ne? Dass die nicht ihren Job verlieren oder so, aber man muss eigentlich darüber diskutieren, den Autokonzernen dafür, so wie sie produzieren, eben keine Subventionen mehr zukommen lassen, sondern nur unter den Bedingungen, dass sie eben in öffentliche Verkehrssysteme und in andere Systeme investieren. Auch da könnte der Staat durch Subventionen in eine ganz andere Richtung steuern. Das Gegenteil ist natürlich der Fall im Autoland Deutschland. Also bin ich ganz bei Ihnen. Die Frage zur Empathie. Ich weiß nicht, in der Analyse stimme ich Ihnen vollkommen überein, dass das der Mangel von Empathie natürlich ein großes gesellschaftliches Problem ist und auch natürlich ein Defizit in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich weiß nicht, ob man durch das an den Pranger stellen irgendwie mehr Empathie unbedingt herstellt. Also da glaube ich, braucht man andere Wege, um Empathiefähigkeit auch herzustellen. Das hat zum Beispiel auch mit dem erwähnten Schulsystem zu tun. Also wenn wir da immer in Konkurrenz hineingezüchtet werden, statt in Kooperation, ist das natürlich etwas, was der Empathieentwicklung auch schaden kann. Ne? Also da gibt es, glaube ich, in Sachen Erziehung und Schulsystem und so und natürlich auch in der Ökonomie sehr viele Felder, in denen sich etwas ändern muss. Ja, aber im Moment wird der gefeiert, der rücksichtslos sich durchsetzt. Ja, absolut. Also die Diagnose stimme ich völlig mit Ihnen überein. Als ich hierher gelaufen bin durch die Schwanthaler Straße, wie viele SUVs mir da entgegenkamen und was sie für einen Lärm machen. Also jedes Mal denke ich, oh Gott, dem müsste man dieses Auto eigentlich wegnehmen. Weil das geht nicht, dass auf Kosten aller anderen man eben rücksichtslos seinen Stil durchsetzt. Aber das sind natürlich komplizierte gesellschaftliche Prozesse, wie man da hinkommt. Einfach an Pranger stellen ist vielleicht nicht der Weg. Dann Christiane, zu den Mechanisten. Das ist im Buch auch ein wichtiger Teil, auch ein Teil der Demystifizierung oder Entmythologisierung von nicht der ganzen Aufklärung. Ich glaube, dass die Aufklärung sehr, sehr viele positive Anteile hat. Das ist ja ein Sammelbegriff für eigentlich sehr unterschiedliche Leute, Denkrichtungen und so weiter. Aber ein Strang, den ich im Buch beleuchte, ist, dass mit dem Aufkommen der großen Militärapparate und auch der Entstehung des Kapitalismus sich auch ein Denken wichtig geworden ist von Descartes, aber auch von Thomas Hobbes und vielen anderen, die man als Mechanisten bezeichnet hat, die behauptet haben, die Welt, und zwar nicht nur die Welt des Gesteins, die Welt der Planeten, die man, wo man vielleicht noch sagen würde, okay, die bewegen sich vielleicht wie ein Uhrwerk immer gleich, sondern eigentlich das ganze Leben verhält sich wie eine Maschine, wie ein Uhrwerk und ist damit steuerbar. Das war der zentrale Gedanke. Und dieser Gedanke ist aus der gesellschaftlichen Realität auch von Descartes zu verstehen. Descartes hat selbst im Militär gedient und das war das Militär von Louis XIV, die größten Armeen der damaligen Zeit, 400.000 Mann. Das sollte wie ein Uhrwerk funktionieren. Und dass man sich, wenn man in dieser Welt natürlich lebt und auch Posten bekleidet, auch die Imagination sich auch aus dem speist, aus der Welt, in der man lebt, ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das mechanistische Denken ist ja dann gerade auch von den Naturwissenschaften sehr stark herausgefordert worden, im 20. Jahrhundert vor allem. Also wir wissen heute auf naturwissenschaftlicher Ebene, dass die Welt des Lebens natürlich nicht wie ein Uhrwerk funktioniert, nicht wie eine Maschine funktioniert. Sie ist unvorhersehbar. Grundsätzlich, also Naturwissenschaft kann Leben, die
kann Leben nicht voraussagen und damit auch nicht in einer, können wir nicht technisch Leben so manipulieren, dass irgendein gewünschtes Ergebnis am Ende herauskommt. Und das ist ein ganz wichtiger Erkenntnis. Eine Frage ist noch nicht beantwortet, weil Geldwirtschaft hat keinen Namen, keine Adresse. Wie kriegt man das doch so, dass die Bevölkerung spürt und demonstrieren gehen kann? Ja, also man kann den Dingen auch Namen und Adressen geben, weil am Ende stehen dann doch Leute, die reicher werden und andere, die ärmer werden. Und diese Leute haben durchaus Adressen. Ne? Das haben wir in Berlin zum Beispiel getan mit den Grunewald-Spaziergängen im Rahmen des Berliner Bankenskandals, der eine Zeit vor der großen Bankenkrise war, wo einfach soziale Bewegungen sich zusammengetan haben und immer gesagt haben, wir sind eigentlich die Profiteure von diesem Bankenskandal gewesen und das hat auch viel Öffentlichkeit gebracht und so. Also Namen und Adressen geben, aber natürlich auch die systemischen Fragen stellen und sagen, in der nächsten Bankenkrise werdet ihr nicht mehr gerettet, sondern da brauchen wir ein ganz anderes Finanzsystem. Ich möchte gerne noch den Begriff der Aufklärung retten, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass man, das sagt zum Beispiel der Reformökonom Peter Ulrich, darauf hinweist, dass dieser Kapitalismus nicht dem Begriff der Aufklärung gerecht wird und kein Kind der Aufklärung ist, sondern sich gerade der Errungenschaft der Aufklärung nicht gestellt hat. Denn Aufklärung bedeutet ja, dass man begründen kann, was man tut, dass man die Folgen in Augenschein nimmt, was man tut, dass man den Begriff der Legitimität sehr hoch hängt und auch der Rechenschaftspflicht in einem öffentlichen Raum, wo man begründen also zu begründen bemüht sein muss, was man tut, dass man eben nicht mehr gottesgläubig ist, dass man nicht an Sachzwänge, Naturzwänge glaubt. Deswegen finde ich immer besser, wenn man sagt, dieser Kapitalismus ist ein unaufgeklärtes System und es wäre sehr schön, die Errungenschaften der Aufklärung für eine Wirtschaftsdemokratie zum Beispiel wieder zurückzuerobern. Da stimme ich dir zu und man kann Aufklärung eben verschieden verstehen. Also als Bezeichnung einer historischen Epoche umfasst es eben sehr viele verschiedene Dinge, die teilweise auch kritikbedürftig sind, aber in der Weise, wie du es definiert hast, ist es was, was ich auch unterstützenswert finde. Ich will noch ein paar Fragen. Vielleicht machen wir jetzt noch so 5 oder 6 oder 7, also dass wir jetzt wirklich noch eine größere Runde machen und dann Fabian nochmal das Schlusswort mit Bezug zu diesen Äußerungen. Also spätestens 10 Uhr ist Schluss, aber wenn wir 10 Minuten früher Schluss machen, sind wahrscheinlich auch nicht Leute unglücklich. Aber okay, wir können es auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, das stimmt. Ich merke, wenn wir das jetzt schon neue Leute geben. Ja, das stimmt. Also wenn sie abwöckeln, dann ist ein Zeichen, dass wir zum Ende kommen. Ich möchte nach der Rednerliste ein bisschen vorgehen. Ja, ja. Der Herr hier mit dem schwarzen Pullover. Muss man länger draufdrücken. Jetzt ist an. Ja, ich musste feststellen, dass viele Dinge des täglichen Bedarfs von amerikanischen Firmen schon aufgekauft worden sind. Also zum Beispiel Unilever ist ein große Firma und dass man da irgendwie, ich kaufe jetzt bei Aldi ein, weil es halt made in Deutschland ist und ja, ihr lacht, aber da geht der Kapitalismus los, die kaufen halt die ganzen Firmen auf und die werden dann so schön langsam zum Monopol. Vielleicht sammeln wir erstmal noch. Ja, sammeln wir. Ja. Schreibst du mit? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der Entstehung des Kapitalismus und dem Patriarchat? Jetzt bin ich auf der Rednerliste. Ja. Zum Titel. Der Untertitel heißt Geschichte von dem Buch, Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Das klingt ja so, als könnten wir jetzt hoffen, dass das ganze System demnächst scheitert, also verschwindet irgendwie. Aber wahrscheinlich, ich vermute, diese Hoffnung wäre verfrüht. Also von alleine verschwindet da gar nichts. Vielleicht meinst du das auch anders. Du meinst wahrscheinlich nicht, dass der Kapitalismus jetzt an die Wand fährt und kaputt geht und sich auflöst, sondern dass irgendwie, wenn wir meinen, das wäre ein System zur Förderung der Zivilisation, dass dieses Ziel offenbar total verfehlt wird. Vielleicht, also, wie kannst du dazu was sagen, was du mit dem Untertitel meinst? Ja. Wen haben wir noch? Zum Beispiel, da hinten jemand, genau. Ich bin ein bisschen später gekommen,
und habe aber dazu jetzt noch die Frage, vielleicht ist sie ja schon beantwortet, was haben die Weltanschauungen, sprich die Religion, wir sind eine jüdisch-christliche Gesellschaft, dazu beigetragen oder versäumt, oder was ist der Einfluss derselbe? Mhm. Nehmen wir noch einen, nämlich den Hallo, hier. Das ist jetzt ein ganz anderer Test. Okay, dann vielleicht später noch, wenn es sich Gelegenheit ergibt. Das wäre dann Gemeinwohlökonomie, weil wahrscheinlich hätte der Herr dazu was sagen wollen, zu dem Konzept. Also, dann haben wir jetzt ein paar Fragen. Ja. Erstmal zu Unilever versus Aldi. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Konzern irgendwie besser ist als ein amerikanischer. Aldi ist ja in vieler Hinsicht Teil von zerstörerischen Produktionsketten. Ich meine, die deutschen Milchbauern schon stöhnen unter ihm, aber auch andere in anderen Teilen der Welt, die halt diese Billigwaren fertigen müssen, die Aldi dann verkauft. Und da ist Aldi nicht besser als Unilever, denke ich. Also ich denke, wir sollten eben nicht nationalistisch ausspielen, da sind die bösen Amerikaner und hier die guten deutschen Konzerne, sondern es geht genau darum zu sehen, dass eine bestimmte Produktionsweise oder ein bestimmtes Geschäftsmodell falsch ist, egal ob es deutsch oder amerikanisch ist. Dann haben wir die Frage, Moment, das kann ich jetzt, achso, Patriarchat und Kapitalismus. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Die Entstehung des Patriarchats ist viel älter als der Kapitalismus. Das hängt zusammen mit den Entstehungen der ersten Herrschafts- und Machtsysteme vor etwa 5000 Jahren. Da kann man zeigen, also es ist natürlich immer ein historisch etwas unsicheres Terrain, weil vorher keine Schrift existiert hat und man also darüber über die Zeit in der sogenannten vorgeschichtlichen Zeit, was ja auch schon eine Perversion ist, dass die Leute davor eigentlich keine Geschichte gehabt haben sollen. Aber man kann aus Bilddarstellungen, Architektur, Archäologie im Großen und Ganzen auch zeigen, dass es Gräber und so weiter, dass es möglicherweise nicht, man weiß nicht, ob es ein Matriarchat gegeben hat, aber man weiß, dass zumindest die Herrschaftsform von Männern über Frauen, wie wir sie dann später kannten, möglicherweise nicht so existiert haben. Und das ändert sich dann in den ersten drei vorchristlichen Jahrtausenden, überall dort, wo diese Herrschaftssysteme sich breit gemacht haben, in engem Zusammenhang auch mit der Entwicklung von den militärischen und ökonomischen Macht- und Gewaltstrukturen. Bitte? Ja, weil jedenfalls ist der erste Gipfel des Patriarchats, wenn man so will, auch im Mittelmeerraum, wenn man nur mal diesen Raum nimmt, man kann das auch für China und andere Weltgegenden erzählen, die Geschichte, aber im Mittelmeerraum ist im Römischen Reich das zum Beispiel zu einem Extrem schon gekommen. Im Römischen Recht war der Vater der Familie, der hatte sein Dominium unter sich, indem er über seine Haushaltsmitglieder voll verfügen konnte, indem er sie verkaufte, indem er seine Sklaven konnte er töten, straffrei, sogar seine Kinder durfte er töten, seine Frau konnte er zwar nicht töten, aber er konnte auch über sie in sehr extremer Form verfügen, ökonomisch. Also es ist eine extreme Form von Patriarchat schon vor 2000 Jahren, die wir gesehen haben. Und im Kapitalismus, im Mittelalter, obwohl das Mittelalter einen sehr schlechten Ruf hat, hatten Frauen tatsächlich teilweise eine etwas bessere Position als in römischer Zeit. Zum Beispiel bei Handwerkern, wenn der Mann, der den Handwerksbetrieb hatte, gestorben ist, konnte die Frau den als Meisterin weiterführen. Etwas, was es dann in der frühen Neuzeit irgendwann in der Form nicht mehr gegeben hat. Und man kann die Geschichte der frühen Neuzeit aufschreiben als eine zunehmende Entrechtung von Frauen. Übrigens interessanterweise auch im Gefolge der Französischen Revolution. Die Französische Revolution hatte ja die ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und natürlich auch Schwesterlichkeit. Olympe de Gouges hatte damals eine allgemeine Erklärung der Rechte der Frau auch formuliert und für ein Wahlrecht der Frauen optiert. Sie wurde dann guillotiniert von Robespierre. Nach Napoleon hatten Frauen teilweise geringere Rechte als noch im Ancien Regime, also in der absolutistischen Zeit. Sie konnten über ihren ökonomisch überhaupt keine Verträge mehr schließen im 19. Jahrhundert in den meisten europäischen Ländern. Der Mann musste immer zustimmen, wenn sie irgendeinen Vertrag unterschrieben haben. Also es war eigentlich eine Geschichte auch zunehmender Entrechtung von Frauen. Ja, bis vor kurzem teilweise. Es hat Jahrhunderte gedauert, um Wahlrecht für Frauen zu erkämpfen. In Frankreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und insofern
hat der Kapitalismus natürlich extreme Formen von Patriarchat hervorgebracht, aber auch extreme Formen von Widerstand, also sehr starke Frauenbewegungen, die sich dann nicht nur fürs Wahlrecht, sondern für alle möglichen weiblichen Rechte eingesetzt haben und damit auch sehr viel Erfolg errungen haben. Was auch ein Beispiel dafür ist, dass das System natürlich nicht hermetisch ist, dass man innerhalb des Systems auch ganz wichtige Rechte kämpfen kann und auch erkämpft wurden. Die Frage nach der, Moment, zwei Fragen sind hier noch. Der Untertitel und Geschichte einer scheiternden Zivilisation, wie das gemeint ist. Es ist so gemeint, dass ich glaube, dass wir mit dem ökonomischen und auch teilweise im politischen System, was sich über die letzten 500 Jahre entwickelt hat, an planetare Grenzen stoßen im 21. Jahrhundert. Das sind ökonomische und soziale Grenzen. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aber man sieht, dass das System eigentlich immer weniger Menschen tatsächlich eine Lebensperspektive bietet. Wenn wir nach Südeuropa schauen, wo 50-60% Jugendarbeitslosigkeit sind und in vielen anderen Gegenden der Welt, sehen wir, dass also es extreme soziale Krisen hervorruft. Nicht zum ersten Mal, das tat es seit Beginn, aber heute eben in einem globalen Maßstab, was viele Verwerfungen mit sich bringt. Und die zweite Grenze, an die es stößt, ist die ökologische Grenze. Also das ist der Klimawandel natürlich, aber es sind viele andere Bereiche, in denen wir an Grenzen stoßen. Wir verlieren 1% unserer fruchtbaren Böden in jedem Jahr. Wir bewegen uns in eine globale Süßwasserkrise hinein. Im Westen der USA ist schon eine extreme Trockenheit, im Norden Chinas. Und man kann es durchgehen, die Artenvielfalt, die Ozeane, die Meere, wir haben auf allen Ebenen, zerstören wir eigentlich die lebenserhaltenden Systeme und das in exponentieller wachsender Geschwindigkeit. Und es ist nicht recht erklärlich, wie ein System, das das tut und das auch meines Erachtens nicht anders kann, als das zu tun, wie das dieses Jahrhundert überdauern soll. Das bedeutet aber für mich nicht automatisch, also ich glaube, dass diese Form von endloser Geldvermehrung in diesem Jahrhundert definitiv an planetare Grenzen stößt und dass etwas anderes kommen wird. Es ist nur überhaupt nicht klar, was das sein wird und es ist auch nicht klar, ob das unbedingt besser ist als das, was wir jetzt haben. Es gibt auch andere Formen der Ausbeutung, andere Formen der Herrschaft, die sich teilweise auch jetzt schon abzeichnen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir haben jetzt schon sowas wie einen Neofeudalismus, wir haben eigentlich ein System, das gar nicht mehr auf Investitionen und Profit durch Investitionen beruht, sondern nur noch darauf beruht, aus der Bevölkerung irgendwas zu extrahieren, wie eine Form von Abgabe. Also wir sehen möglicherweise diesen Wandel jetzt schon, aber ob der zum Besseren oder zum Schlechteren gereicht, das hängt eben entscheidend von den Bürgerinnen und Bürgern und von sozialen Bewegungen ab, was wir aus diesen Krisenprozessen machen, ob wir die Brüche, die sich jetzt ergeben und die Krisen, dazu nutzen, etwas anderes auf den Weg zu bringen oder ob wir das rechten Kräften überlassen, die dann das Ruder übernehmen. Ne? Dann war noch die eine Frage war noch zum Thema Religion. Genau. Das ist ein sehr komplexes und weites Feld. Ich versuche es kurz zu machen. Ich glaube, dass Religion ein Bereich ist, der sehr, sehr viele Dinge umfasst. Und auch wenn man eine Religion sich mal rausnimmt, das Christentum, ist das etwas, was ein enormes Spektrum bietet. Und die Kirchen, die Amtskirchen haben natürlich sehr viel auch in der Entwicklung des kapitalistischen Systems an Unheil angerichtet und auch davor und haben auch eine wichtige ideologische Rolle gespielt, zum Beispiel in der Expansion des Systems. Sie haben, wenn man sich die Conquista zum Beispiel in Lateinamerika anguckt, den Völkermord an den Indigenen, waren es Kirchenvertreter, die gesagt haben, jawohl, das dürfen wir tun, weil wir haben die überlegene Religion. Und das andere sind Heiden, das sind Wilde und deren Seelen werden im Zweifelsfall auch gerettet, wenn wir sie umbringen. Das war eine extreme Form von ideologischer Gewalt, die dazu benutzt wurde, um Expansion zu rechtfertigen. Und die Kirchen haben oft eine ungute Rolle gespielt. Es gab aber auch immer wieder einzelne Kirchenvertreter, zum Beispiel Bartolomé de las Casas, ein Bischof aus Mexiko, der sich massiv dagegen gewendet hat und gesagt hat, das dürfen wir nicht. Es gab auch soziale Bewegungen, die christlich inspiriert waren, in der frühen Neuzeit zum Beispiel, mit dem Ziel, eine egalitäre Gesellschaft
zu errichten. Und sie wurden auf brutalste Weise sowohl von den Amtskirchen als auch von den Militär- und ökonomischen Gewalten kaputt gemacht. Im Deutschen Bauernkrieg zum Beispiel. Also damit will ich sagen, dass wir nicht in so eine Logik reinkommen sollten, Religion ist entweder böse oder gut, sondern wir sollten differenzieren. Wir sollten schauen, was genau wird unter welchem Label da betrieben. Und Religionen können auch eine positive, befreiende Rolle spielen, das ist gar keine Frage. Nicht was sie können, sondern was ist Faktum? Das haben sie getan. Ja, das meine ich, dass sie sowohl das eine und als auch das andere getan haben. Und wenn man sich jetzt mal, man kann das natürlich numerisch betrachten, wie viele Kirchen, Amtsträger haben, wie viel Unheil angerichtet, aber das wird ja zu sehr ins Detail gehen. Ne? Es ist aber ganz wichtig, diese erwähnte Missionsideologie, die westliche und christliche Missionsideologie, die hat eben eine verheerende Rolle gespielt und spielt es meines Erachtens bis heute. Sie hat auch mehrfach in der Geschichte die Gewänder gewechselt. Also die ganze Idee, dass wir die überlegene Religion haben, ist dann später auch unter dem Gewand dahergekommen, wir haben die überlegene Zivilisation. Das war im 18., 19. Jahrhundert der Begriff, unter dem man die Kolonisierung gerechtfertigt hat, mit all ihren Völkermorden. Und wir haben das überlegene Wirtschaftssystem, wir haben die überlegene Technologie, all das sind Denkfiguren, die sagen, wir in Europa haben das Recht, in anderen Ländern einzufallen und ihnen unsere Lebensweise oder unser Wirtschaftssystem aufzuzwingen. Und das ist, glaube ich, ein fatales Erbe von diesem Fall. Ich gehe im Buch nicht drauf ein, oder? Doch, ich gehe im Buch ziemlich ausführlich sogar drauf ein. Ja. Jetzt nehmen wir doch den Harro noch dran. Ja, weil das jetzt vielleicht überleitet. Also du hast ja heute Abend und wahrscheinlich eben auch in dem Buch diese eine unglaubliche Komplexität dargestellt, die ich schon erahnt habe und jetzt vielleicht etwas besser weiß. Diese Komplexität hat aber eine Kehrseite und das ist, dass man da nicht so recht weiß, wo anfangen. Und deshalb möchte ich gerne zum Thema Auswege übergehen. Also, und da mal etwas konkreter werden. Soweit ich das verstanden habe, hast du eigentlich zwei Sachen genannt. Abschaffung des Profitvermehrungsprinzips und Unterstützung gemeinwohlorientierten Wirtschaftens. Und wenn man das nochmal ein bisschen konkreter fassen könnte, also diese nette Bemerkung von Renate, kannst du nicht auch was Positives zu Märkten sagen, finde ich insofern von Bedeutung, als wenn wir eben quasi so alles in Frage stellen, was unsere derzeitigen Alltagsgewohnheiten betrifft, dann ist die Transformation immens und wie gesagt, man weiß nicht, wo anfangen und verliert den Mut. Mhm. Deshalb möchte ich gerne so Ansatzpunkte wissen. Aber du kannst ja auch bei der Gelegenheit ein bisschen erzählen, was die Gemeinwohl Ökonomie, für die du stehst in Bayern, so im Moment so macht und was deren Ausrichtung ist. Naja, ich wollte jetzt eigentlich keinen Werbeblock einschalten. Ja, aber darfst du trotzdem an dieser Stelle. Du hast es ja von dir aus nicht gemacht. Ich bin ja auch bekannt hier als einer der Initiatoren, Koordinatoren der Gemeinwohlökonomie und wir sind da jetzt auch gerade einen Schritt weiter in Bayern. Wir haben eigentlich schon vor vier Jahren mit einem Fundament, guten Stamm von Unternehmen angefangen, die jetzt erstmal die ersten Schritte machen. Es sind zugestandenermaßen nur die ersten Schritte und es ist nicht der tolle Entwurf einer idealen Welt, wie man sich das möglicherweise vorstellen kann. Also wenn du zum Beispiel sagst, zu Thema Arbeitsmarkt, natürlich ist eine Welt ohne Arbeitsmarkt vorstellbar, hat es ja auch in der meisten Geschichte der Menschheit gegeben, völlig richtig. Aber im Moment haben wir einen Arbeitsmarkt und wie kommen wir jetzt da mal hin in eine andere Richtung? Also natürlich in dem Fall in eine Richtung weg von Arbeitsmarkt. Aber wir haben ihn. Wir haben jetzt Unternehmer und nicht alle sind Aldis und Unilever. Und selbst die, auch die haben wir ja und müssen irgendwas mit denen machen. Also wie kann man da jetzt schrittweise vorgehen. Also bei der Gemeinwohlökonomie sehe ich so einen ersten Schritt, der allerdings zugestandenermaßen nur im Betriebswirtschaftlichen erstmal verbleibt und sich bisher zumindest wenig politisch artikuliert hat. Aber da würde ich jetzt gerne etwas mit dir weiterdenken.
Gemeinwohlökonomie vielleicht noch zur Erklärung. Da verpflichten sich Unternehmen, eine Gemeinwohlmatrix oder Gemeinwohlkriterien zu erstellen, genau, anhand einer Matrix an bestimmter Gemeinwohlwerte. Und der Hintergrund ist natürlich auch, dass solche Unternehmen dann perspektivisch bevorzugt werden von Verbrauchern und Politik etc. und andere, die das weniger tun, weniger. Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich finde das Spannende an der Gemeinwohlökonomie gerade, dass sie nicht nur auf betriebswirtschaftlicher Ebene eigentlich gedacht ist, dass einzelne Unternehmen versuchen, was anders zu machen, weil die sind ja auf einem Markt, wenn er so reguliert ist wie jetzt, dann denselben Dynamiken wie andere ausgesetzt, sondern dass es eigentlich darum geht, auch eine andere politische Steuerung hinzubekommen, dass diejenigen, die gemeinwohlorientiert arbeiten, tatsächlich auch steuerlich anders gestellt sind und die profitorientierten oder nicht gemeinwohlschädlichen Unternehmen da Nachteile haben. Das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, einen ganz wichtigen Punkt. Ich erwähne das im Buch auch und ich versuche im Buch, aber auch sonst, nicht so sehr ausschließend zu denken. Also ich versuche eben nicht zu sagen, Markt darf auf keinen Fall eine Rolle spielen und alle, die hier was von Märkten erzählen sollen, bitte den Raum verlassen, dann reden wir zu dritt weiter oder so, sondern ich finde es gerade wichtig, dass alle, die, sage ich mal, einen emanzipatorischen Ansatz haben und eine ökologisch-soziale Transformation auf den Weg bringen wollen, tatsächlich auch nach Schnittmengen gucken. Und ich denke, da gibt es sehr viele Schnittmengen, also auch zwischen Gemeinwohlökonomie und auch Teilen von Bewegungen, die das radikaler sehen und die irgendwie Märkten eine geringere Rolle, sage ich mal, beimessen als die Gemeinwohlökonomie. Und da ist zum Beispiel auch, so wie ich das Gemeinwohlökonomie-Prinzip kenne, auch angedacht, dass eben bestimmte Teile eben aus der Marktlogik auch ausgelöst werden. Also dass zum Beispiel Wohnen anders strukturiert wird, dass so existenzielle Dinge, das hatte ich auch schon erwähnt, herausgelöst werden aus dem Markt. Und das sind ja auch Dinge, ich versuche das im Buch auch so ein bisschen zu skizzieren, um zu schauen, was es alles schon gibt. Es gibt ja auf der Welt enorm viele Kämpfe und auch im Land wie Deutschland. Und wenn man in seine eigene Stadt oder Kommune schaut, gibt es doch, doch immer wieder viele Kämpfe. Und oft sehen die Menschen, die darin zugange sind, nicht die Gemeinsamkeiten. Also wenn man sich, was weiß ich, einsetzt für die Rekommunalisierung der eigenen Stadtwerke, ne? Ist man nicht zwingend, fühlt man sich in einem Boot mit denjenigen, die sich, was weiß ich, für billigen Wohnraum einsetzen oder den Aktivisten für die eine Gemeinwohlökonomie und so. Und das finde ich aber ganz wichtig, dass man nicht ausschließend denkt und die sagen, die sind entsprechend aber nicht hundertprozentig meiner Ideologie, deswegen will ich mit denen nichts zu tun haben, sondern dass man das eher als Patchwork sieht und dass man sieht, dass man, wenn man gemeinsam sich auch organisiert, dass man dann auch eine viel größere Chance hat, gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu verändern in einer Richtung, die allen Akteuren, die dafür kämpfen, auch nützt. Und der Sozialforumsprozess war ja eigentlich, beruht ja ein bisschen auf dieser Idee, dass man schaut, wie also das Weltsozialforum, Europäisches Sozialforum, ich weiß nicht, ob es ein Münchner Sozialforum gab oder gibt. Hinten am Büchertisch. Ah, okay. Ja, genau. Dieser Prozess hat, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen würden, aber ja, leider ein bisschen an Dynamik verloren in den letzten Jahren. Aber ich finde diesen Gedanken nach wie vor enorm wichtig und gut, um dass die Akteure eben nach Schnittmengen suchen. Und vielleicht noch ja, ich weiß nicht, ob das Ihre Frage irgendwie ein Stück weit nicht sicher nicht ganz beantwortet, aber. Ja, ich kann eben auch sagen, es war ja zum Beispiel jetzt kürzlich in Berlin Kongress von eigentlich allen Richtungen, Gemeinwohlökonomie, solidarische Ökonomie, mhm. Transition Town, Attac war auch da, also von mehreren Bewegungen eben, die sich in diese Richtung bewegen und die jetzt dort auch zusammenarbeiten wollen. Also das finde ich auf jeden Fall wichtig und wie gesagt, deshalb war es mir jetzt auch nicht mein Hauptanliegen, obwohl ich das gerne tue, auf die Gemeinwohlökonomie hinweisen, war mir jetzt nicht das Hauptanliegen, sondern wirklich auch die Veränderungsschritte bei all der Komplexität, die wir wissen, wie alles zusammenhängt, die Veränderungsschritte etwas niederer hängen und zwar den Kern, also das hat mich sehr erfreut, den Kern festhalten, das Profitvermehrungsprinzip,
das gehört weg, weil das ist sicherlich nicht die Übel, beseitigt sicherlich nicht alle Übel auf der Welt, so wie der Herr vorhin gesagt hat, der Mensch hat eigentlich immer schon Schwächen gehabt und war, ist ja richtig, es wird auch danach noch alles mögliche Schlechte geben. Aber wir können jetzt sagen, dass ganz vieles Übel direkt darauf zurückzuführen ist. Und dann können wir zumindest mal das abstellen. So, also. Genau, dazu vielleicht noch eine Ergänzung. Also ein zweiter wichtiger Punkt im Anknüpfung an das, was du, Almut, gesagt hast, wäre neben dem Profitprinzip natürlich die Eigentumsfrage. Also genauer gesagt die Frage nach Nutzungs- und Verfügungsrechten. Und diese Kämpfe finden ja tatsächlich überall auch statt. Also Kämpfe gegen Privatisierung sind ja auch Kämpfe um andere Nutzungs- und Verfügungsrechte, um andere Eigentumsverhältnisse. Und ich denke, da ist es auch wichtig, die Widerstandskämpfe zusammenzusehen mit den Alternativen, den positiven Alternativen. Wir brauchen Widerstand gegen Privatisierung. Wir brauchen aber gleichzeitig auch Initiativen, die neue Eigentumsformen, ob das Genossenschaften sind oder andere Formen von kommunalem Eigentum, auch entwickeln. Gut, oh, dann ist jetzt noch mal 25 Minuten Gesprächsmöglichkeit. Bitte schön. Ja, wenn wir wieder ein bisschen Ruhe hinbekommen, dann machen wir weiter. Ich hätte gerade auf die letzten beiden Fragen noch eine Anknüpfung, und zwar zeitlich wie inhaltlich. Was das Zeitliche anbelangt, hätten wir ja vielleicht so, sagen wir, zwei wesentliche Eckpunkte. Das eine ist, wann könnte es denn frühestmöglich soweit sein? Und das zweite ist, wie lange müssen wir es noch aushalten? Und immer um die Frage Überwindung des Kapitalismus und dann was dann, das wäre die inhaltliche Ausgestaltung zur Überwindung des Kapitalismus. Es gibt eine ganz interessante Aussage von Professor Bontrup von der Rheinischen Universität, einer Westfälischen Universität Campus Recklinghausen, der auch unter alternative Wirtschaft. Ein bisschen weiter weg vom Mikrofon, ja, das sehr laut ist. Der auch unter alternative Wirtschaftspolitik bekannt ist, einer derjenigen, die das Gegengutachten zu den fünf Wirtschaftsweisen machen. Und er ist in einem spannenden Vortrag darauf eingegangen, wie schaut es denn mit der nächsten Finanzkrise aus? Wir hatten die 2000, 2001, dann hatten wir die 2008, 2009. Und er sagt, sie haben durch ihre Rechenzentren geschickt, wann es das nächste Mal denn soweit sein müsste. Und das wäre 2017. Also wir wissen, was wir heutzutage haben. Das wären also höchstens noch knapp 2 Jahre, vielleicht 1,5. Und er begründet das auch ganz gut, indem er sagt, das Geldvolumen, das ist ja ständig mehr geworden durch das Öffnen der Kapitalmärkte statt durch das Zuregulieren, sodass das Geldvolumen weltweit mittlerweile so gigantisch gewachsen ist und so einen großen Renditedruck auf die Realwirtschaft ausübt, dass beim nächsten Mal es eben nicht mehr geht, dass sich eine Kanzlerin und ihr Finanzminister hinstellen und sagen, das Geld ist sicher auf der Bank. Und dass es auch nicht mehr gehen wird, dass man Bankenrettung macht. Das Thema hatten wir heute auch schon. Das heißt, er sagt ganz auf den Punkt gebracht, das ist nicht mehr darstellbar. Die Dimensionen sind dann einfach zu groß. Das heißt, der Kapitalismus könnte tatsächlich 2017 in eine so gigantische Finanzkrise hineinrasseln, dass wir das mit den bekannten Mitteln jedenfalls nicht mehr stemmen. Das eine diente ja dem Glauben ans Geld und das zweite diente der praktikablen Umsetzung. Wie rettet man dieses System? Im anderen Extrem sind wir dann, wie lange geht das noch, wenn man bedenkt, dass jeder Krieg, jede Krise mehr oder weniger eine Art von Reset-Knopf ist, dass wieder diese Umverteilung neu loslegt, das Schneeballsystem immer wieder neu startet, dann könnte das fast noch ewig gehen und dann ist vielleicht auch die Frage der planetaren Ressourcen und ihrer Endlichkeit letzten Endes auch eine Frage dessen, wohin bewegt sich das Kapital, nämlich da, wo noch Ressourcen sind. Und dementsprechend könnte das auch fast noch ewig so weitergehen. Und zwischen diesen beiden Eckpunkten wollte ich fragen, ob wir da eine Antwort kriegen können, die auch greift in Richtung, was ist dann greifbar? Wo können wir am ehesten ansetzen, praktikabel ansetzen, dass sich der Kapitalismus wirklich überwinden lässt? Eine Wortmeldung wäre doch hier die große. Ja, aber jetzt antworten wir darauf mal. Sonst sind das sowieso immer so Sprünge. Ja, genau. Das war ja vorhin auch offen. Da kommt der Luft rein.
Ja, die Frage wann. Es kann natürlich auch sein, dass ein ganz großer Crash kommt und dann irgendwie alles untergeht, aber stelle es mir eher so vor, und wenn man in die Geschichte guckt, das ist ja manchmal auch nützlich, der Wandel von einem System, wenn man so will, zu einem anderen dauert oft Jahrhunderte. Also der Wandel hin zum kapitalistischen Weltsystem hat mindestens 3 Jahrhunderte gedauert. Das wird möglicherweise jetzt, weil wir in einer sehr beschleunigten Zeit leben, aus den verschiedensten Gründen, nicht so ein langer Übergang sein zu was auch immer. Aber ich sehe es eher so, dass die verschiedenen Krisen miteinander interagieren. Es kann sein, dass eine Finanzkrise kommt, die sehr, sehr groß ist, dass dann bestimmte Teilsysteme ausfallen. Die Frage ist ja immer, welche Teile der übrigen Wirtschaft fallen dann aus? Gibt es Unterbrechungen in der Produktion, im Energiesystem? Welche politischen Verwerfungen gibt es? Und das ist ja ultra komplex, das lässt sich ja überhaupt nicht voraussagen. Ne? Vor allem da haben Sie völlig recht, das weiß niemand, wer das dann alles bezahlen soll. Ne? Also wenn eine Finanzkrise kommt, die irgendwie vom Volumen so groß ist wie die letzte, ist das vom Staat nicht mehr handelbar oder auch nicht mehr durchsetzbar. Weil irgendwann natürlich auch Bevölkerung sagen, Moment, wenn wir hier aus unseren Wohnungen alle vertrieben werden und die Banken werden wieder freigekauft, da gibt es ja jetzt auch ein gewisses historisches Gedächtnis vom letzten Mal. Und es gibt auch in den USA, aber auch bei uns natürlich eine Auseinandersetzung damit. Dann wird es Reaktionen geben. Und, also mein Eindruck ist der, dass es diese Art von Krisenunterbrechungen zunehmend geben wird. Die kommen teilweise aus dem Finanzsystem, sie kommen auf der anderen Seite auch aus der Ökologie. Also wenn man zum Beispiel sieht, dass im extrem trockenen Sommer auch dann Flüsse auf dem Pegel sinken, wo Atomkraftwerke abgeschaltet werden müssen und auch Kohlekraftwerke und so weiter, sehen wir, dass auch die Ökologie und unser Energiesystem zum Beispiel eng zusammenhängen. Ne? Und auch das kann wiederum ja an Dinge in Finanzmärkten triggern. Das heißt, diese ganzen Systeme interagieren und niemand weiß, wie die Menschen dann darauf reagieren, wie politische Eliten darauf reagieren, aber auch wie die Menschen on the ground darauf reagieren. Und das Ergebnis ist, das scheint mir auch ein bisschen das, was wir jetzt beobachten, auch mit, du wolltest auf die Krise, die Flüchtlingskrise, wie sie genannt wird, zu sprechen kommen. Das sind ja auch Zeichen davon. In Syrien zum Beispiel, die Krise in Syrien ist von vielen Dingen verursacht, vor allem natürlich durch den Irakkrieg, aber auch ein Stück weit durch Klimawandel. Das ist die größte Dürre in Syrien seit überhaupt Aufzeichnungen gewesen. Also das ist ein Beispiel dafür, was das dann für Folgeprozesse in Gang setzt. Ne? Und für mich ist das Wesentliche daran, dass, also ich glaube, man kann da, also ich kann mich da nicht als Prophet betätigen. Ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass schwere Finanzkrisen auf jeden Fall auf uns zukommen. Das sagen, glaube ich, alle Vernünftigen oder denken alle Vernünftigen Ökonomen. Aber für aus einer Perspektive sozialer Bewegung oder engagierter Bürgerinnen und Bürger ist es, glaube ich, das Entscheidende, wie sind wir darauf vorbereitet. Ne? Und da finde ich einen Gedanken interessant, auch der aus der Transition Town Bewegung kommt, das ist dieser Begriff von Resilienz. Also damit ist gemeint, dass man starken Veränderungen in den äußeren Bedingungen, dass man die trotzdem überleben kann oder dass man sie zumindest irgendwie überstehen kann. Und für Gemeinden zum Beispiel heißt das, dass man seine Energieversorgung und seine interne Organisation so hat, dass ein Ausfall, was weiß ich jetzt, von fossilem Öl oder sowas kompensiert werden kann und dass das die sozialen Systeme trotzdem noch funktionieren. Ne? Und das finde ich einen wichtigen Teil, wenn wir über Alternativen auch nachdenken, dass wir eben auch damit rechnen, dass Krisen kommen und dass wir in Krisen A in der Lage sind, auch bestimmte Dinge weiterzuführen und nicht kaputt gehen und dass wir B auch in der Lage sind, uns in größerem Maßstab zu organisieren und handlungsfähig werden, zum Beispiel in Bezug auf das Bankensystem. Und ich denke, da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Also in Bezug auf ein Bankensystem wirklich ein Konzept zu haben oder sagen zu können, in so einer Phase können wir intervenieren und was anders machen. Also eine Frage war noch, Sie wollten noch mal ja. Da ist das Mikrofon. Das ist nur Mikrofon, ja. Lokal, deutschlandweit, könnten wir ja vielleicht, wenn wir bessere Abstimmungen bekommen könnten, ein bisschen was bewirken, dass zum Beispiel nicht so viel Waffen verkauft werden oder dass die Saudis ganze Straßenzüge in Berlin kaufen und solche Sachen. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja eigentlich auch, dass Politik und Wirtschaft heute
nicht in einem Land gemacht wird, sondern mächtige Länder weltweit Politik machen und die Wirtschaft und Länder wirklich auch zerschlagen, um ihre Macht auszuweiten. Es gibt in jedem Land x Geheimdienste, die daran arbeiten. Ich erinnere an diesen Economic Hitmen, die in Länder gehen und ganz gezielt die Leute in die Schuldnerschaft bringen, die Länder. Das ist ja auch inzwischen bekannt. Und daran was zu machen und zu ändern, ist extrem schwierig. Und Wirtschaft kaputt machen in einem Land. Ich glaube, dass wir bei dieser Pyramide, was wir mitkriegen, ist so die oberste Spitze vom Eisberg. Und alles, was da drunter ist, das kriegen wir gar nicht mit. Und das da wirklich Informationen zu kriegen und das offen zu legen, das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und was kann man dann dagegen tun? Vielleicht sammeln wir noch ein oder zwei. Ich weiß nicht, ob noch eine Wortmeldung ist. Wir müssen es jetzt nicht erzwingen. Also, wir haben schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Also, hat der Fall jetzt gesagt. Ich würde noch eine total andere Frage stellen dann. In welches System wirst du denn deine Tochter dann einschulen? Schön, ja. Und er hat noch eine. Noch jemand? Auf die Frage, was wir alle tun können, gibt es doch eine sehr, sehr einfache Antwort. Wir können als Verbraucher, als Konsumenten anfangen, Entscheidungen zu treffen bei jedem, was wir kaufen, bei jedem, was wir reparieren lassen könnten und so weiter und so fort. Also es ist eine andauernde, tägliche, mehrfache Entscheidung, für was wir uns entscheiden. Und da können wir anfangen. Da können wir sehr wohl sehr viel tun. Und wenn wir Produkte nicht kaufen von bestimmten Konzernen, dann haben wir schon die erste Entscheidung getroffen und so weiter und so fort. Okay. Ja. Naja, gut. Ich muss ehrlich, mir fällt da noch was ein. Ich glaube, eigentlich tun wir ja mehr natürlich durch unsere Arbeit, durch unsere Mitarbeit in den Firmen, nützen wir den Firmen natürlich viel mehr als durch die paar Käufe. Weil es ist ja nicht so, dass der ganze Wirtschaft dem Konsum des kleinen Mannes dient, sondern es wird ja hauptsächlich Kapital produziert. Also wir haben ja Kapitalakkumulation, ist ja mindestens also ein wesentlicher großer Teil der Wirtschaft. Also ich glaube, wir hätten mehr Macht, wenn wir bei unserer Arbeitsplatzwahl entscheiden könnten, dass wir zum Beispiel zu keiner Rüstungsfirma gehen oder dass wir nur so in biologisch arbeitende Dinge. Aber das Problem ist natürlich, dass viele Leute einfach irgendeine Arbeit annehmen müssen, leider. Deswegen ist da die Handlungsbandbreite nicht sehr groß. Aber ich wollte nur warnen vor dem Überschätzen der Konsumentenmacht. Ich glaube nicht, dass es so groß ist. Aber aufpassen muss man, ja. Die Millimeter sind überall richtig. Na gut, weil Artin den Punkt gerade angesprochen hat, stelle ich die Frage direkt an dich. Wie schätzt du die Transformationsmacht eines bedingungslosen Grundeinkommens an? Denn genau das würde die Leute natürlich freistellen, in Firmen arbeiten zu müssen, deren ganze Produktionsphilosophie sie eigentlich ablehnen. Okay, dann jetzt Fabian nochmal. Okay, die Geschichte mit dem Economic Hitman und der Destabilisierung von anderen Staaten, das spielt im Buch auch eine wichtige Rolle. Also ich erzähle auch ein bisschen die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man ja oft sagt, okay, unsere Zivilisation oder der Kapitalismus hat auch viele Verwüstungen angerichtet, aber seit 1945 leben wir jetzt endlich in einer Demokratie und das ist alles toll. Aber wenn man sich diese letzten 70 Jahre mal anschaut, und aus dem Blick von Europa und USA auf den globalen Süden richtet, sieht man, dass unheimlich viele Länder destabilisiert wurden, auch durch westliche Interventionen, die teilweise erst Jahrzehnte später rausgekommen sind. Das hat fatale Wirkungen natürlich mit sich gebracht. Also wenn man sich den Mittleren Osten nochmal anschaut oder den Nahen Osten, der Putsch in Iran 1953, das ist längst alles aktenkundig, dass CIA und britische Geheimdienste das gemacht haben. Die Auslöschung der ersten unabhängigen Regierung im Kongo, Patrice Lumumba,
Indonesien 1965, Brasilien, Argentinien. Man kann also eine ganze, ganze Kette von Ländern durchgehen. Das ist eine sehr düstere Geschichte. Und was ich aber positiv daran, die Geschichte ist nicht positiv, aber wie sie heute verarbeitet wird vielleicht, in Lateinamerika zum Beispiel gibt es ein sehr starkes Bewusstsein inzwischen davon, was da gelaufen ist und dass man das nie wieder haben will. Und das hat einen Teil auch diese, also nach mehreren Jahrzehnten Neoliberalismus und westlichen Interventionen hat das dazu geführt, dass sich viele lateinamerikanische Länder auch anders organisieren und auch verhindern wollen, dass sowas passiert. Es passiert natürlich trotzdem. In Honduras gab es einen Putsch, der auch wahrscheinlich von den westlichen Garden jetzt mit unterstützt wurde, aber es war der einzige innerhalb der letzten 10, 15 Jahre. Und in anderen Ländern konnte es auch abgewendet werden. Also ich glaube, dass da auch soziale Bewegungen auch sehr stark in Lateinamerika dazu beigetragen haben, dass solche Dinge frühzeitig ruchbar werden auch verändert werden können. Also ich glaube nicht, dass in anderen Teilen der Welt ist es anders, aber das ist zumindest ein Teil von, dass Dinge, die einmal getan wurden, auch nicht ganz vergessen werden. Und, Völkerwanderung, die haben wir jetzt daher. Naja klar, das meinte ich ja mit der Destabilisierung des Mittleren Ostens durch den Putsch von Iran und viele andere Interventionen. Aber wenn man es in der längeren Sicht sieht, dafür das Beispiel Lateinamerika, ist durchaus denkbar, dass es einen Bewusstseinsprozess gibt. Und im Nahen und Mittleren Osten übrigens natürlich auch sehr stark. Da ist das auch sehr bekannt. Nur natürlich ein Teil der Bevölkerung geht da in eine rechtsextreme oder islamistische Ecke, um dem Widerstand zu leisten. Das ist natürlich auch Teil der Geschichte. Einschulung meiner Tochter. Keine Ahnung, zum Glück geht sie jetzt noch in einen selbstverwalteten Kinderladen und wir hoffen, dass sie dem Standardschulsystem ein Stück weit entgehen kann, aber das hängt natürlich davon ab, ob man eine gute Schule, eine andere Schule findet. Also ich finde die Idee von freien Schulen im Prinzip gut, da gibt es aber oft ein Riesenspektrum und ich finde aber eine Bewegung für anderes Lernen extrem wichtig. Also auch für mich und meine Tochter sicher auch. Bedingungsloses Grundeinkommen. Nein, das war jetzt, ich wollte erst noch was anderes sagen, nämlich zur Konsumgeschichte. Gar keine Frage, man hat als Konsument eine gewisse Entscheidungsmacht natürlich, aber die ist auch relativ vom Einkommen. Ne? Du hast es auch schon angesprochen in Bezug auf die Arbeitsplätze. Die Biolandwirtschaft ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Das kann sich halt ein bestimmter Teil der Bevölkerung leisten. Ne? Die Empirie zeigt, denn viele leisten sich dann Bio-Lebensmittel und fliegen dann auf dem Bio-Landwirtschaftsurlaub nach Brasilien. Ja, das haben oft diejenigen, die eigentlich das größte ökologische Bewusstsein haben, dann aber wiederum den größten ökologischen Fußabdruck zugleich. Und die viel gescholtenen Hartz-IV-Empfänger, denen man immer sagt, die kaufen so viele Flachbildschirme und was weiß ich, die haben nachweislich einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck, obwohl sie bei Aldi kaufen. Ne? Und insofern ist es so ein bisschen tricky, die Geschichte. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das unwichtig wäre, aber ich glaube, dass man eben natürlich dann auch den Schritt weitergehen muss, die politischen Rahmenbedingungen so verändern und die ökonomischen, dass eben auch Produkte, die schädlich sind, nicht billiger sind als die, die irgendwie ökologisch verträglicher sind. Das ist ja das Perverse an dem jetzigen Preissystem. Ne? Dem kann ich auch nur zustimmen, dass die Arbeitsplatzwahl natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Manche sind gezwungen, jeden Job, den sie kriegen, anzunehmen, aber es gibt auch in Deutschland einen beträchtlichen Teil von einer Mittelschicht, die eine gewisse Wahlmöglichkeit hat und nicht für jedes Schweineunternehmen arbeiten muss. Das ist natürlich richtig. Ne? Grundeinkommen. Von wem war das nochmal ein Wort? Ich finde es auf jeden Fall einen guten Vorschlag, um ein bisschen aus den Zwängen der Lohnarbeit rauszukommen. Und das interessiert ja auch viele Menschen. Und das, was man da zu verteilen hat, ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was die gesamte Volkswirtschaft erwirtschaftet. Ne? Das heißt, wenn man durch die Steuern, die man von Daimler-Benz bekommt, dann das Grundeinkommen finanziert, ist natürlich die ökologische Frage zum Beispiel damit mitnichten gelöst. Aber deswegen meine ich, man braucht auch nicht die allein selig machenden Vorschläge, sondern es ist auf jeden Fall ein wichtiger Vorschlag, um eben aus diesem Zwang zur Lohnarbeit herauszukommen. Und die Lohnvollbeschäftigung mit 40 Stunden Stellen für alle wird es sowieso nicht mehr geben.
Ja, das war jetzt eigentlich ein großer Blumenstrauß von Gedanken und Anregungen. Und ich glaube, wir können jetzt auch dazu beitragen, also dass wir in eine nicht scheiternde Zivilisation kommen, in die wir ja alle sitzen, tun das wahrscheinlich die meisten eh. Ich danke für die große Aufmerksamkeit und ich danke vor allem Fabian Scheidler für diese wirklich sehr, sehr vielen Inspirationen und auch die Rasanz. Also vielleicht war es für die einen oder anderen zu schnell, aber also mir hat das gefallen. Und ja, ich hoffe, Sie haben alle Bücher verkauft. Vielen Dank an Renate und Attac München für die Einladung und an Sie und euch alle, dass ihr und Sie so lange hier durchgehalten habt. Und es war ein schöner Abend, fand ich. Wer Kontext TV sehen will, www.kontext-tv.de. Alle Sachen sind unter Creative Commons, alle Sendungen dort veröffentlicht, können also frei im Internet angeschaut werden. Und wer mehr über das Buch und Lesereise und so weiter erfahren will von der Megamaschine, www.megamaschine.org. Wenn Sie und ihr also noch Freunde und so habt in anderen Städten, ich bin jetzt noch in Regensburg, in Stuttgart, in Zürich, Freiburg und Heidelberg unterwegs. Ich möchte Ihnen erwähnen lassen, dass er auch als Künstler wirklich bemerkenswerte Collagen macht. Also mir persönlich gefallen die alle sehr. Die kann man sich auch im Internet anschauen unter wie heißt das nochmal, diese Adresse? Also das ist wirklich sehr, sehr sehenswert, was er da hat. Ja, die Adresse ist www.counter, also wie Englisch gegen, counter-images.de. Ja. Alles Gute, Fabian, weiter für dein aufklärerisches Engagement. Und danke an die Zuhörer.